Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen an alle da draußen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mal wieder hier zu unserem nächsten Livestream. Herzlich willkommen und ja, ich begrüße erstmal recht herzlich die Jungs, die schon da sind. Und zwar, wen haben wir da? Da haben wir einmal den Steff. Und Einmal Klößchen. moin. Dann den Jan. Moin, moin. Thies. Moin. Und den Lukas, der ist auch dabei. Guten Abend. Vielen, vielen, vielen Dank. Oni 95 für 100 Bits, mein Bester. Und vielen Dank an Marv Gamer. Marvin the Gamer. Vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Herzchen gehen raus, meine Lieben. Ich mach mal, glaube ich, kurz das Licht ein wenig dunkler. Kleinen Augenblick. So. Da sind wir doch schon. Eidoran. Vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Der Sticker klebt genau in der Mitte drüber. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht, Ernie. Das freut mich. Und ja, wir haben heute vor, in die Ernte zu gehen. Und zwar, wir wollen heute dreschen. Die Jungs haben schon mal gut weitergearbeitet. Wie gesagt, das ist ja ein Team-Server. Das heißt, hier passiert auch weiter die Arbeit, auch wenn wir jetzt hier nicht streamen oder drauf sind. Die Jungs machen ja weiter. Das war ja von vornherein klar. Und zwar, ja, waren wir letztes Mal noch beim ersten Schnitt und mittlerweile sind wir jetzt schon bei der Ernte. Also, ja, so schnell geht das manchmal dann, ne, wenn wirklich viel und gut gearbeitet wird. Erstmal moin moin natürlich an alle im Chat. Herzlich willkommen. Ich gehe mal kurz durch. Ganz schnell machen wir es mal eben. Herbie moin, Mr. Timmy moin, Matti moin, Matt Gamer moin, Zocker Stefan moin, Marvin the Gamer moin, Ernie moin, Tim moin, Luca, schönen guten Abend. Jan natürlich auch, Kai Schubi. MF, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Freut mich, dass ihr wieder so zahlreich eingeschaltet habt. Und ich würde sagen, moin, Matti, Carlophon, schönen guten Abend. Ich würde sagen, ich zeige euch nochmal kurz so zum kleiner Nachtrag zum letzten, ja, zum ersten Schnittvideo, sagen wir mal so. Moin, Triplex, mein Bester, schönen guten Abend. Jaro Agra, pack die Schrottkiste da rechts weg. Ja. Da werden wir gleich schön mitfahren, mein Bester. Genau, ich zeige euch mal kurz als kleinen Nachtrag. Jungs, sollen wir mal, wollt ihr mitkommen oder was? Oder wie? Ja, wir folgen unauffällig. Jetzt ist Dingens wieder ausgegangen. Hier Musik, so. Machen wir wieder an da. So, und zwar, da haben wir hier schon mal einen ordentlichen Haufen zusammenbekommen am Hof. Wie viel Kubik sind da? 1,3 Millionen. 1,3 Millionen. Dann haben wir Hof Maschmann, sind dann nochmal 800.000 oder sowas. Nee, 700.000 an Grassilage Ja. und 800.000 an Luzern Silage. Okay, was machen wir jetzt damit mit der Silage hier? Erfüttern und in die BGA. Ja, okay, also Teilzeit. Okay, Louis Kräft, moin moin, Genau. schönen guten Abend. Jo, Mr. Timmy, und vielen Dank nochmal für deinen Resub. Echt geil, mein Bester, echt geil. Für den 22. Monat. Heftig, heftig, heftig. Echt geil. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Danke, danke. Ich habe euch da unten da hinten auf der anderen Seite, ne, wo ich jetzt nicht sitze, sondern gegenüber auf der anderen Seite mal so einen Zähler hingemacht, ne, dass ihr immer seht, während der aktuellen Session, das machen ja irgendwie alle, habe ich einfach nur mal reingemacht. Müssen wir mal gucken, was drin lassen oder nicht. Ganz entspannt. So, dann würde ich Matze, sagen, ja. der Bitzähler Ja. von diesen Stickern, der wird da nicht implementiert. Also Ja, die ich. Sticker werden da nicht mitgezählt. Ja, ich glaube, ich. Ja, gut, die Sticker, die müssen wir natürlich dann leider außen vor lassen. Wurde gestern operiert. Oh, Tim. Ich hoffe, wie gesagt, dass alles gut gegangen ist, mein Lieber. JSN, schönen guten Abend. Aber wir machen mal eine andere Playlist jetzt erstmal dran hier. Hauen wir mal die hier rein. So, Dalle. Dann wollen wir uns mal auf den Schlepper schwingen und dann ab dafür, würde ich sagen. Aber ich warte hier schon. Heute Ernte, ja genau, ernst. Heute gehen wir in die Ernte. So, Steff, du fährst vor oder was? Sound laut genug? Chat, da müsst ihr mir immer Bescheid geben. Jason heißt das. Ah, okay, Jason, alles klar. Was könnte ich dann machen? Das glaube ich, Klößchen helfen. Wobei dann? Wenden. Fertig. Nein, nochmal. Das ist Oder doch ist kein das Heu. mittlerweile Heu? Nein. Soundpass Ja, hast dann müsst du. ihr Ja. noch Aber mal dabei setze ich drüber. das zurück. Ja.
Ist das nicht, ist das nicht mittlerweile so, dass du, wenn du nochmal rüberwendest, dass das durch die neue Mais Plus, dass das denn eine weitere Stufe wird? Vielleicht weiß das ja der Chat. Ja, genau, das kann ja auch sein. Sound passt ja sehr gut. Ja klar, habe ich gestern Fußball geguckt, Timmy, auf jeden Fall. Moin, schönen guten Abend, Farming ist mal live, grüß dich. Welches Lenkrad hast du? Das G27 von Logitech habe ich. Oh, guck mal, Thies ist ja am Einarbeiten. Sehr nice. Ja. So, Dalle, wo wollen wir denn... Steff, nicht so schnell da vorne. Zeit. Ja. Spinat auf Spiegelei, genau. Sind die Fans Privatmods? Jungs, sind die Fans privat? Die Fans? Also meiner nicht, den gibt es auf dem Discord von Virtual Farming. Zum Beispiel. Und mein 900er ist der vom Mod Hub. Aber ein bisschen umgebaut. Oder nicht? Ist es denn nicht? Nee. Noch nicht. Vielleicht kommt noch was. Genau, das kann sein, das kann sein. Okay, danke. Ja, kein Problem, kein Problem. Da war ich mir nicht mehr sicher. Ja, Jan, dich schmeiße ich gleich raus, ne? JL, moin moin, grüß dich. Bist du nicht so nett und fährst mich rum zum Händler? Ja, komm, dann setze ich dich beim Händler ab. Was holst du denn beim Händler? Kannst den Drescher. Wir haben ja einen neuen Drescher. Der ist ja ganz frisch geliefert und deswegen starten wir erstmal mit einer kleinen Fläche, um den erstmal zu testen, wie der so läuft, den so ein bisschen einstellen. Ja, dann machen wir das. Also ganz entspannt starten. Dresstisch einstellen. Achso, Jan? Ja? Hattest du mich gestern eigentlich gesehen? Wo? Wenn du von der Arbeit gekommen bist? Nee, hab ich nicht. Das wo warst du? Wie heißt das neue Baugebiet da? Weißt du, was ich meine? Blauer Turm? Ja. Da kamst du mir entgegen. Retter. Gestern. Auf der Pünnitz-Seite? Ja. Ja, nee, weißt du, was da war? Na, was denn? Alter, Ben, mein Bester, 0807, vielen Dank auf einen schönen Abend, Alter. Vielen Dank für 20 Euro mit bezahlten Gebühren. Alter! Weil das Geld geht. Alter, werden die Sounds immer lauter oder werde ich... Alter, danke. Danke, danke, danke. Ben, mein Bester, für 20 Euro mit bezahlten Gebühren. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ja, wir hoffen echt auf einen schönen Abend. Ohne Bugs oder sonstigen Problemen. Ich hoffe doch einfach auf einen gemütlichen, entspannten Abend, meine Lieben. Ihr seid echt ein klasse Team. Schade, dass ihr im Moment Aufnahmestopp habt. Ja, ja, ja. Aber müssen wir leider machen. So, Thies, du kannst. Nee, Jan wollte was sagen. Achso. Da war einer, da war die Ampel grün und vor mir stand so ein Transporter. Nee, du bist schon rübergefahren. Warte, die Geschichte kommt, deswegen habe ich dich nicht gesehen. Und dann meinte einer, mir die Vorfahrt zu nehmen, und zwar als Linksabbieger, sich mitten auf eine Kreuzung zu stellen. Ach, das ist immer schön, das mag ich auch immer. Genau, nee, wirklich mitten drauf. Und dann musste ich dem mal kurzerhand ein bisschen weghupen, damit er mal weiß, wo er da steht. Und da war ich ein bisschen noch in Rage, deswegen habe ich dich wahrscheinlich nicht gesehen. Na, guck mal, Bauer Power ist auch Praktikantenstufe eingestiegen. Weiß, moin moin. Schönen guten Abend, grüße. Bauer Power. LS 19 Waldra, grüße. Schönen guten Abend. So. Bauer Power könnte auch Agrarökonom werden. Ja, damit hätte ich eigentlich auch gerechnet. Moin moin, Bauer Power, mein Bester, grüß dich. Schönen guten Abend. Auch für den Content gerne. Ben, mein Bester, vielen, 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 vielen Dank. Aber wie gesagt, ich mach's ja aus Hobby und ich mach's aus Leidenschaft und ich mach's einfach gerne. Und ich setz mich hier abends hin, hab Spaß dran, freue mich und gut ist. Also... Klar, es ist natürlich nice, wenn man dann auch da unterstützt wird von euch, Support bekommt, umso geiler kann man alles noch mehr machen und so weiter, aber es ist, wie gesagt, unbeschreiblich immer dieses Gefühl. Vielen, 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 vielen Dank für euren krassen Support da draußen einfach immer. So, Jan, ich fahre nochmal einmal und dann setze ich dich direkt neben dem neuen Dasher ab, ne? Mhm. Dann darfst du gerne vorfahren, ich komme aber auch mal eben kurz gucken. Das ist unser neuer Drescher, unser neuer Hofdrescher.
Was hat das, ist unser das mit den Stufen auf sich? Ernie, das ist einfach, um die Kanalpunkte loszuwerden. Moin Moin Malte, grüß dich. Moin Moin Basti der Gamer und Schwaggy. Moin, grüße dich. Herzlich willkommen. New Holland-Fahrer, moin moin, auch schönen guten Abend. Ja, New Holland-Fahrer, genau richtig hier für dich, oder? Der. Fange mal klein an, als Praktikant, ja, sehr gut, sehr gut. Du musst ja noch viel lernen, Bauerpower, weißt du? So, genau, New Holland. Das ist ein CR98. Schneidwerksbreite, was haben wir da? Wir haben 7,6 Meter Schneidwerksbreite und der Drescher hat eine Leistung von 517 PS. Und ein Korntankvolumen von 11.500 Litern. Okay. Ist das eine Mod oder ist das ein Originaler? Mod. Okay. Aus dem Mod-Hub. Der wurde auch jetzt gerade Mod-Hub erst geupdatet. Okay. Hat der was Besonderes, was jetzt nicht jeder hat oder wie? Der sieht einfach... Ist mal was anderes. Deswegen haben wir den genommen. Der hat halt ein paar Konfigurationsmöglichkeiten. Vor allem viele Motorkonfigurationsmöglichkeiten. Okay. Aber sonst... Ja. Starte mal, starte mal. Perfekt, ja, das würde ich doch aussagen. Das würde ich doch aussagen. Und ist der hat einen schönen Sound. Aber recht leise, muss ich sagen. Ja, aber der hört sich ein bisschen, finde ich, kernig an. Ich kann ja mal, warte mal. Ja, doch, doch. Ja, fahr mal. Ich fahr dir hinterher. Jo. Sehr, 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 sehr schöner Dasher. Oh, warte mal. Dreck kaputt? Nee, ich hatte das Lenkrad noch nicht synchronisiert. Aha. Das ist, wenn man geradeaus fahren will, ein bisschen kontraproduktiv. So, fahren wir den Kollegen mal hinterher. Den Kollegen Schnürschuh. Na toll, jetzt fährt man zum Hinterher. Ja, sicher. In welche Frucht gehen wir jetzt als erstes? In welches Getreide? Roggen. Roggen. Machen wir da, Ballen draus? Ja. Oder nicht? Ja, klar, warum nicht, ne? Hätte ich jetzt so gesagt. Außer es kommt ein Veto von Lukas. Wieso sollte... Keine Ahnung. ...ein Veto von mir kommen? Von dir kommen immer die Vetos, Lukas. Also ich hätte vielleicht mal Lust auf Rundbein, aber dadurch, dass wir heute ein Rundbein machen, ist es mir egal. Oh, jetzt ist der bereit. Jetzt ist der Drescher auf jeden Fall kaputt. Tim, welche Map das ist? Das ist ein Ausrufezeichen-Map. Du müsstest am besten mal eben abstellen und stopp. Ja. Ich sehe es, ja, ich sehe es. Ich stelle die Straße hinter dir und stelle mich dann gegenüber auf die Straße. Der ist ganz schön breit, das habe ich unterschätzt. Ich stelle mich dann mal hier hin für den Verkehr, der von der Seite kommt. Der hat halt die breiten Reifen drauf. Ja, deswegen. Die Standardreifen. Hätten entweder die Reifen sein können oder ein Bandlaufwerk. Nee, die Reifen sind schön. Ja. Anhalten, stopp. Auch danke. Ganz cool. Nur der Chef, macht das halt extrem breit. Wie geht's euch denn, Chat, da draußen? Alles gut bei euch? Noch ein Tag, meine Lieben. Dann geht's ins Wochenende und dann habe ich 3 Tage frei und dann geht's in den Super Bowl. Ach, hast du die extra freigenommen für den Super Bowl? Ja, sicher. Hat hier noch einer von uns frei? Nee, ich muss arbeiten. Ich muss auch arbeiten. Marc, mein bester Freund. Grüße. Wenn es schön geschneit hätte, so einen halben Meter. Schön einschneien. Gut, gut, alles bestens und selbst. Ja, auch soweit, auch soweit, auch soweit. Ja, ich dachte, ich kann zur Arbeit. Ein bisschen Copying, trotzdem. Aber sonst alles gut, alles gut. Das Wasser kann ruhig bleiben. Fahren wir halt mit dem Ruderboot zur Arbeit. Nee, wie gesagt, nur ein bisschen Kopfschmerzen, aber sonst alles bestens, meine Lieben. Agrar André, mein Bester. Vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Servus, Sniper-Troll. Für wen bist du denn im Super Bowl? Kansas City. Moin, moin, Jojo-Biene. Wochenende. Hab seit Mitte Dezember Homeschooling. Da gibt's keinen großen Unterschied. Ja, okay, das stimmt. Agrar André, moin, moin, grüß dich. Und Powerfee, moin, moin, grüße. Mini Sergeant, moin, moin. Wollte mich nochmal bedanken für das DLC. War eine super coole Aktion von euch. Vielen Dank. Gerne, mein Lieber. Gerne. Ich hoffe, du kannst es auch gebrauchen. Und hast Spaß damit.
und das auch alles funktioniert hat mit dem, mit der Verlo-, also mit dem DLC. Ich habe es leider einen Tag erst später geschafft, es zu schicken, aber ich hoffe, das ist okay. Moin, bin neu hier. Pepe Landwirt, grüße dich. Herzlich willkommen. Wer ist denn heute Abend alles neu hier? Das kommt mir so vor, als ob hier viele neue wären heute Abend. Ein bisschen Schiss vor dem Wochenende, weil ich das erste Mal bei richtig viel Schnee mit einem LKW fahre. Ernie, irgendwann ist immer das erste Mal. Irgendwann ist immer das erste Mal. Wir lassen... Ich bin neu. Ja, Bauer Power, gut. Das, ich bin neu. Okay, was steht heute Abend an? Dreschen. Wenn Jan hier fertig ist. Haben wir eine Antwort bekommen wegen dem Wenden? Kein Schluss, deswegen kommt bei mir kein... Ich glaube nicht. Ah, okay. Milkbucket. Okay, dann gehe ich mal. Moin, moin. Genau. Ah, Luca, sehr, sehr nice. Sehr nice. Mir auch. Ja, sehr gut, Pepe, sehr gut. Schön, dass ihr alle da seid, freut mich. So, kann ich anhängen und ich dann ab dafür? Verwenden. Ja, ich glaube, das selbst am geilsten. Jetzt pass auf deine Reifen auf, Kollege. Tja. So, und Jan, hast schon mitgekriegt, Gero hat sich ein neues Auto gekauft. Ja, was für eins? Sprinter Pritsche 4x4. 4x4, ja, lohnt. Ist ja richtig. Moins, Modde, Grüße. Grüßt euch alle da draußen. Schön, dass ihr da seid. Ja, der fährt mir auch direkt in den Anhänger. Moin, Kontra. Kontraktmodding, mein Besser. Kontraktormodding, meinen wunderschönen guten Abend. Ich bin auch neu. Mit diesem Konto. Kenne euch aber auch schon länger. Ah, okay, Marvin. Sehr cool, sehr cool, sehr cool, sehr cool. Freut mich, Leute, dass ihr da seid und ja, Spaß habt hoffentlich. Also, ich hasse Jan, es. Du kriegst es aber auch nicht hin, ne? Warum fährst du auch mit auf der Straße? Ja, ich kann mit dem doch nicht den halben Bordstein runtermähen. Guck mal, wie ich hier fahren muss. Musst du ja. Dann hätten wir uns das vorher überlegen müssen, dass der hier nicht passt. Ach da. 95. Moin, ja, Johann K10. Vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Mir geht's gut. Johann, schönen guten Abend. Grüße. Nur ein bisschen Copping, aber sonst alles gut. Also das hätten müssen wir vorher dann uns überlegen, dass dann nicht die breiten Reifen da drauf passen. Ne, ja, wenn's Tisch schon sagt, das sind die Standardreifen. Tisch, guck mal, das ist gut. Mal sehen, wie ja, lange man einen schon folgt. Ja, ja, Milkbucket kannst du auf deinem Namen. Tag und zurück und danke. Schöne Grüße auch zurück an den Lütten und vielen, vielen, vielen Dank. War ja wieder sehr interessant gestern. Sag dir Lukas gleich. Grüßchen. Es hat sich nichts geändert. Ah, okay, alles klar, Ernie. Ja, wie gesagt, irgendwann ist immer das erste Mal. Dann muss man loslegen. Ah, da einfach gar keine Angst vorhaben, das wird schon. Das bringt scheinbar nichts. Deutschland ist echt schön, das muss ich auch sagen. Herr Jan? Was? Ich lese gerade keinen Chat. Ernie hat geschrieben, bin nächste Woche in dem schönen Ostdeutschland unterwegs und fahre dort Obst und Gemüse in den Läden. Ja, das ist doch schön. Da fallen mir sehr schön. Da fallen mir zwei Betriebe ein, die bauen. Ob die Map auf der PS4 kommt? Nein, sie wird nicht auf der PS4 erscheinen. Moin Nico, grüß dich. Schönen guten Abend. Nee, sie wird auf jeden Fall nicht auf der PlayStation kommen. Auf gar keiner Konsole. Cedric Hubner, schönen guten Abend, Grüße. Ja, Pepe, das Problem ist, das mit den Skripten und so weiter, das funktioniert einfach nicht für die PlayStation. Dies, ich kauf mal das Messwerkzeug. Ja. So. Wir fangen jetzt mit Feld 137 an, ne? Ist Steff eigentlich schon da? Ich stehe schon am Feld. Wartest du schon lange? Ich bin dreimal falsch gefahren, weil ich nicht wusste, dass hier auf dem Feld kein Feld zu Wege sind. Okay. Jetzt habe ich mir wo können wir am besten anspannen? Unten. Unten hättest du zumindest hier einen kleinen Feldweg rein. Da könntest am besten rückwärts reinschieben und dann von der Straßenkante aus anhängen und dann schief hier anfangen.
Dann, hier sperren wir die Straße. Ja. Den Gegenverkehr. Dann müsste nur der Gegenverkehr mal eben Dingen sperren. Ist schon zu. Okay, dann fahr ich noch ein Stück weiter. Edik. Wo gibt's denn zentral, Alter? Chat, ich komm grad nicht hinterher. Ja, kann es ja überall geben. Ja, aber bei uns. Gerade? Oldenburg, Serez. Ja, geht auch. Und. In Neumünster, ah, okay. Bin bei der. Ja, magst du einmal abkoppeln? Ist ab. Ah, okay, alles klar, Contractor, deswegen. Ja, das kann natürlich auch sein. Könnte der Modder die Map ohne Skripte rausbringen? Also. Ja, das geht ja schon dann anscheinend nicht, wenn es eine Vierfachkarte ist. Vierfachkarte gibt's im Mod-Hub. Nee. Zum Beispiel. Aber nicht für Konsole. Aber nicht für Konsole. Ja, trotzdem gibt's hier einfach im Mod-Hub. Erstens das und die Skripte sind auch im Mod-Hub, sag ich jetzt mal, erlaubt. Also, ach, ihr wolltet wissen, was das für ein Johnny ist. Das ist ein 7270R. Einmal in den Chat. Nenn mich Cedric. Alles klar, Cedric. Cedric. Neumünster sagt mir auch was. Ja, mir auch. Jo, kann's eigentlich. Ja, ich muss mir einmal noch mal kurz eine Joystick umlegen. Ja, die Map ist richtig. Richtig nice, Pepe. Richtig nice. Am besten machst du zweimal vorgewendet oder was? Ja, ja. Sollte eigentlich reichen mit 7 Meter. Aber machen wir schon die Längsbahn mit Schwatt. Nee, ist auch kacke. Eigentlich kann er rundrum Schwatt machen. Nee. Vorne mal. Also wenn du Vorgewinde fahren kannst, ist halt auch die Sache. Wie lange spielt ihr noch, Nico? Also es wird auf jeden Fall heute noch ein bisschen gehen, auf jeden Fall. Also wir haben ja gerade jetzt angefangen. Oder noch nicht mal angefangen. Wir haben ja noch nicht mal angefangen zu dreschen. Musst du mal eine andere Playlist machen. Machen wir die hier an. Ich muss auch mal hier vorspulen. Sonst Frage, wenn man sich wieder bewerben kann. Was ist das Mindestalter? Das Mindestalter, haben wir gesagt, ist 16. Das kann sein, André. Ich weiß nicht, was es auf Konsole für Maps gibt. Ja, Ernie, in Sylphemann ist sehr schön. Da durfte ich auch eine einige Zeit lang immer hinfahren. Hast du Hexen angemacht hinten? Du stehst müsste. In der Luft. Du musst nochmal hoch machen. Hm, ich merk's. In der Luft vorne. Weiter, du musst weiterfahren, noch ein Stück. Strohablage anschalten. Nee, ist aus. Strohablage. Klößchen ist auch hier. Was macht Klößchen denn da hinten? Guck mal, der steht auch im Stau. So, dann können wir die Straße wieder freimachen, Steff. Ja, ich setz schon langsam zurück. So. Tease, ich schätze mal, du gehst mit der Presse dann los. Wenn die ein bisschen Vorsprung haben, ja. Moin. Oder willst du gerne? Nö, ich hab heute einfach nichts zu tun. Dann können wir tauschen, dann mache ich Bodenbearbeitung weiter und du gehst mit der Presse los. Kann ich meinen Träger behalten? Was steht denn noch am Hof? 85-30. Ja, okay. Mal eben die Planen darunter. So, Gömlitz wohne ich. Ah, okay. Guten Abend aus Bremerhaven. Alice Real. Schönen guten Abend zurück nach Bremerhaven. Ja, safe. Ja, sehr nice. An Matze. Matze. Was los? Das heißt Grömitz, nicht Gömlitz. Gömlitz gibt's auch, aber es ist Grömitz. Okay. Ja, haben wir doch. Ja, gut. Ist auf jeden Fall erstmal ein kleines Feld, genau. Und was sagst du? Kriegst du viel bei weg vom Feld? 30% habe ich jetzt. Also 3600 Liter. Okay. Der Drache ist auch ein schöner Bereich. Jack2Cop, danke fürs Folgen, herzlich willkommen. Mega gut. Oder Jack2Cop, danke.
offiziellweise sogar 125%. Sieht gut aus. Ja, Jacktop, schönen guten Abend und Gamehype, moin moin, Grüße. Oh, Musik ist heute echt ein bisschen schwierig gerade, finde ich. Machen wir mal. Mach mal denn für eine Playlist. Fahren wir erstmal alles ins Lager, so, ne? Das. Schönen guten Abend, Tim. Grüß dich. 90er können wir machen. Muss gestehen, schau dich schon länger, hatte aber bis eben kein Twitch-Account, das habe ich nur mal behoben. Sehr nice, Leonard. Sehr gut, sehr gut. Herzlich willkommen hier. Lolli Pepe 2, vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Schön guten Abend. Guck mal, jetzt, das ist aber jetzt hier ein bisschen. Jetzt müssen wir das mal ein bisschen nach oben ziehen, so. Dann suchen wir uns mal die 90er-Playlist, oder? Eine 90er-Playlist. So, da haben wir 90er. Alles Mögliche. Grüße aus Hessen, Tim, mein Bester. Schöne Grüße nach Hessen. Schön. Hessen ist auch nice. Wie lange streamst du heute? Mal gucken. Bis ich keine Lust mehr habe. Alten Krempe ist Kuss. Ah, okay. Aber FPS-mäßig ist läuft heute, ne? Würde ich sagen, oder? Jungs? Hallo? Ich stehe bereit. Aber FPS-mäßig läuft heute, oder? Heute läuft. Ja. Ich hab 40. Trotz der Heumenge, die wir machen. Na gut, jetzt schmeißen wir noch Stroh hin, ne? Das ist es ja. Letztes Mal ist ja der Server ganz gut. Wie voll bist du, Jan? Ich bin jetzt bei 87, 88. Also Steff kann sich auf den Weg machen, ich dresch hier aus. Ja, deswegen. Das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht dann. Steff, du fährst los? Jo. Männer sind Schweine. Ha, gutes Lied auf jeden Fall. Immer gut. Das geht immer gut. Kannst du mal den Shop durchgehen? Also Traktoren, Mähdrescher etc. Pepe, später vielleicht mal. Tribulte, moin. Geil, dass ihr streamt. Hab heute schon den ganzen Tag deine Videos geschaut. Grüße vom Bodensee. Grüße zurück zum Bodensee. Was ist denn los? Sind so viele Leute von YouTube hier? Die ganzen Videos? Also krass. Freut uns auf jeden Fall. Schön, dass ihr den Weg danach hier findet und auch auf euch nimmt. Vielen Dank. Das ist ja nicht normal. Aber das hier, was wir ja hier alles machen, alles, was mit LS zu tun hat, kommt ja auch auf YouTube. Games, die jetzt nichts mit LS zu tun haben, die kommen auch nicht auf YouTube. Weil, das wollen wir halt dann so ein bisschen so halten. Ich auch Bodensee. Ist Yogi gar nicht mehr dabei? Bei dem Projekt hier sowieso nicht. Aber er hat momentan auch sehr, 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 sehr viel zu tun mit seiner Map. Ah, super, Jan. Philipp 2021, schönen guten Abend, vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. So, jetzt muss Steff aber eigentlich ein Bild machen. Steff ist ein guter Bildermacher. Ja, genau, er steigt aus. Steff ist unser Fotograf. Er macht nämlich die Bilder für die Thumbnails auf YouTube. Mach mal wieder die Scheuche ran, Lukas. Ich schaue euch auch schon seit LS17. Sehr nice. Die Brutal, mein Bester. Freut uns. Echt geil, Leute. Steff. Echt nice, ja. Ah. Geht immer noch nicht. Wie ist das denn? Musst du zusammenkloppen. Ja. Wir haben, glaube ich, du musst, glaube ich, nächstes Mal ein Stückchen, ne? Weiter noch rüber. So. Ja, nee, aber ich dachte, Steff ist zu weit weg. Ich habe den falschen, nicht den richtigen Knopf gefunden. Wie schaut's denn so aus? Oh, sieht doch gut aus. Wie viel passt in den Tank?
11.500 jetzt waren. Keine Ahnung, wie viel drin. Wie viel passen, Steffi, wie viel passt in den Anhänger? 20 Kubik in die Akro, also bei mir 21 in jeden. Und bei dir passen 1.900. Warte, jetzt muss ich gucken. Ja, es ist ja nicht schlimm. 19.600. Okay. Sollen wir das so machen? Einer stellt sich oben, einer unten am Ende hin, oder wie machen wir es? Gute Idee. Willst du hier oben Stich hinstellen? Ja, ist ja schon unten. Ja. Wollt ihr nicht während der Fahrt abtanken? Ja, so kannst du immer beim Wenden abtanken, weißt du? Ja. Na gut, wir haben ja Zeit. Und die Bahn hättest du schon mit Schwatten machen können, ja. Ja, ich dachte, das erste Vorgewende mache ich erstmal nicht. Kann man Steff mieten? Könnte jemand. Achso, für LS-Fotos brauchen. Ja, Contractor. Wie gesagt, du kannst auch gerne zu uns kommen, ne? ihr braucht dringend eine Modliste. Game Hype. Na, nee. Das wollen wir gar nicht einführen, sowas. Das wollen wir nicht einführen. Thomas, das ist schön. Ich glaube, wenn Tees fertig ist, kannst du Ballen sammeln. Freut mich, Thomas, dass du auch dann endlich mal wieder da bist. Freut mich. Und du hast einen neuen PC, oder was? Seit kurzem auf dem PC. Gibt die Map Kanelin und wo kriegt man die her? Hä? Gibt's. Ja, die Maps Kanelin gibt's. Gibt einfach bei Google ein. Ist am einfachsten. Bin mal gespannt, ob Johnny heute noch vorbeischaut. Ich bin auch oben. Soll ich ein bisschen vorfahren, Jan? Das wäre super lieb. Reicht es dir? Ja. Du machst ja jetzt hier, denke ich mal, nochmal Vorgewende, ne? Mhm. Tschüss, wie viel Meter Arbeitsbreite hatten wir nochmal? 7,6. Müssten 25 Fuß sein. Mhm. Das Headtracker einstellen leicht, ja, auf jeden Fall. Also Track IR ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr einfach. Das kann man nicht anders sagen. Schniggi, schönen guten Abend, grüß dich. Also das kann man nicht anders sagen. Das ist Plug and Play. Ach, stellst du gerade GPS ein, oder was? Mhm. Eigentlich 0 Grad, der Kurs, Jan. Ja, ja. Wollte er gerade nicht nehmen. Fahr jetzt nämlich andersrum. Mach das. Da ist der Jonas! Was macht ihr da? Jonas, mein Bester, vielen Dank für den 46. Monat Resub. 46 Monate. Steffi, schönen guten Abend, vielen Dank fürs Follow, herzlich willkommen. Johnny, danke, 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 danke für so lange, so krass lange Support schon. Und ich hoffe, du bist später auch dabei, wenn du nicht zu kaputt bist. Wie ungefähr macht man das denn? Einfach USB anstecken und so weiter und dann funktioniert das. Dann doch das Programm installieren und dann, das ist eigentlich gar kein Thema. Schönen guten Abend an euch alle. Steffi, schönen guten Abend an dich. Also das ist Plug and Play, das ist nichts Besonderes. Das ist es wirklich nicht. Ich guck mal, ob ich den Weg finde. Alles gut. Was helfen wir nach, Johnny? Das sowieso. Voll smart. Kannst einfach weiterfahren, ich schaff das schon unter der Fahrt. Deswegen. Ja, hat gerade irgendwie gespeichert oder so. Es ist absolut einfach, da kannst du nichts anderes sagen. Mini-Sarchen. Ist auch Praktikant geworden gerade. Nimmst du an oder soll ich? Mach. Nein, ich mein Matze. Was? Achso, mach mal ruhig. Ja, muss ich extra aus. Gerade so die Punkte zusammen. Ich dich liebe. Ja, das ist halt das jetzt immer, ne? Es ist jetzt hier gerade erstmal warten. Ist
Setz nur ein Stück nach vorne, dann kannst du hier... Nee, ich kipp bei dir rein. Achso, okay. Ich will hier einmal wegdreschen. Gerade so. Moin LS-Bauer, schönen guten Abend. Wurmi Mike, Grüße. Fährst jetzt im Kreis oder was? Ich mache jetzt das zweite Vorgewinn und dann fahre ich Bahn. Okay. Ach guck mal, Thies kommt auch schon zum Fressen. Natürlich. Hast du Beifahrer? Ne. Bei dem Stream müsstest du eigentlich größer sein. Das ist echt sehr, sehr heil hier, was? Bei dem Stream müsstest du eigentlich größer... Was? Hä? Was meinst du? Game wahrscheinlich heil? Mit deinem Stream müsstest du eigentlich mehr Zuschauer haben. Ach so, ach, das interessiert nicht. Wie viele Leute sind wir denn momentan? 90. Ja. Reicht doch. Sag mal... Man hört und liest von vielen Spielern, dass es auf der Schleswig-Holstein Probleme beim Strohheuverkauf am Landhandel gibt. Ich selber habe die Probleme auch. Existieren die Probleme bei euch auch? Wir verkaufen eigentlich kein Stroh. Deswegen wissen wir uns wahrscheinlich nicht. Servus! Beda heute rum oder geht heute noch was? Ja. Morgen. Hi, moin, Johnny. Morgen, sagt er. Bist du schon zu Hause oder was? Schon zu Hause. Der ist die ganze Zeit. Ich war den ganzen Tag zu Hause. Warst du heute nicht arbeiten? Nee, ich war den ganzen Tag bei meinem Bruder auf der Baustelle. Ach, stimmt, du hattest ja gesagt, ob du Donnerstag und Freitag frei kriegst, ne? Mittwoch, Donnerstag, Freitag habe ich jetzt sogar gemacht, ja. Eieiei, der gönnt sich, wisst ihr, Chat? Ja, aber wenn schön, der macht schön Urlaub währenddessen, wisst ihr? Oh, gestern ging gar nicht, ey. Gestern war so eine Schlammschlacht, ich habe mich mit dem Radlader eingebuddelt. Ja, Hauptsache, wenigstens du hast einen Radlader. Ja. Würde ich mir auch gerne mit einbuddeln. Aber die Bude liegt jetzt aber wenigstens schon mal. Jetzt muss man den Schutt nur noch wegkriegen. Also der erste Container ist weg, aber der hat uns heute keinen neuen mehr gebracht. Okay, ja krass. Aber hat doch Spaß gemacht bestimmt, trotzdem. Also, bis wir soweit waren nicht, aber wo wir dann soweit waren, hat mein Bruder funkelnde Augen gehabt, sagen wir so. Ja, siehst du. Ja, der hat alles mit dem Mini-Bagger hintereinander gekloppt da. Ja, siehst du. Mit so einem 5-Tonnen-Ding, oder was? Einfach ein paar Pokémon-Karten öffnen, dann hast du mehr Zuschauer. Ach, Luca. Kappa. Nee, so einen Quatsch machen wir hier nicht. Also, wir bleiben uns treu und es interessiert nicht, wie viele Leute da sind. Ich muss ja hier kein Geld mitverdienen oder sonst was, wisst ihr? Also, wir machen das oder ich mach's einfach aus Spaß an der Freude und weil wir das gerne machen. Und ich zock vielleicht dann noch manchmal ein paar andere Games im Stream. Aber nicht mit der Beabsichtigung, mehr Zuschauer zu generieren. Ja, die Probleme gibt's. Du würdest gerne, aber kannst nicht. Au revoir. Jetzt kommt Peter mit Au revoir. Das ist dieses Au revoir. So wie Monte an Zuschauer hat. Ja, genau, sicher. Monte oder Trimax. Deutschfahrer Paul, moin. Was erntet ihr da? Das ist jetzt hier momentan Roggen. Ich hab gedacht, jetzt kommt die allgemeine Antwort Getreide. Kann auch sein. Das kann auch sein. Das ist ja auch Getreide. Aha. Was muss ich denn überhaupt noch so runterladen? Seit Dienstag nichts. Sonst das Paket von... Sonst das Paket von Thies. Genau. Ist da drauf? Ich guck mal. Bei Trimax läuft mit 42.000 Subs. Der 42.000 Subs... In einem Stream. Jetzt Subs, ne? Subscriber. Ja. Bekommen. Jetzt muss ich mal 42.000, der hat ja wahrscheinlich noch einen anderen Vertrag, mal 2,5 Euro rechnen. Sind ja 5 mehr als ich hab. 42.000 mal 2,5 Euro und das im Monat.
Das sind über 100.000. Das ist heftig. Herr Trimax hatte auch 40.000 in einem Stream. Ja, das ist verrückt, aber wie gesagt. Ja, da hat er sich dieses Pack für 40.000 Euro gekauft. Ja, aber wie gesagt, darauf kommt es hier bei uns oder bei mir nicht an. Also das ist uninteressant. Ich verstehe so einen Scheiß auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht bin ich doch einfach zu alt für. Ich verstehe es auch nicht. Dafür ist das Geld viel zu schade. Ich muss ein Paket laden. Thies, was machst du hier? Nix. Ich hab Angst, wenn man zum Trecker rumläuft. Warum? Wovor? Sag mal, Ian, hast du ihn vielleicht gespeichert? Wen gespeichert? Den Kurs? Ja, nee, habe ich nicht gespeichert. Speich mal gleich mal bitte ab, wenn du in der nächsten Bahn bist. Löschen? Ja, hier ist einer. Wo bist du denn dran eigentlich? Im Schreiben, hörst du doch. Tong, tong, tong. Das war nicht ich. Ich Nein, bin der Schuldige. Ich komme jetzt aber sofort und ich sammle dann die Ballen ein. Was macht Lukas eigentlich? Ich bin am Grobern. Machst du das? Du machst die Arbeit von Thies weiter. Ja. Und dieses Hit Beinpressen. Weil ich meine Idee war eigentlich, dass ich Heu presse, aber dadurch, dass es noch kein Heu ist. Ja, Farming is my life, das ist das. Moin Patti, grüß dich, schönen guten Abend. Muss man ehrlich gesagt auch nicht verstehen. Ich finde es hier viel besser. Angenehme Community und man kann sich noch schön unterhalten und bekommt eine tolle Unterhaltung. Ja. Gut, unterhalten, klar. Können wir uns? Tolle Unterhaltung, ja. Wer weiß, das ist Ansichtssache das natürlich, geht ja, aber. Geht ja jetzt bergauf, ich bin ja da. Deswegen, jetzt kannst du nur noch bergauf. Das Niveau steigt jetzt. Ne? Und rasant. Und sinkt auch wieder rasant. Das mit mir schon mal Achterbahn fahren. Hat der das gespeichert hieß. Johnny, hast du das mitgekriegt? Nee. Zweite Stufe ist unter Wasser bei uns hier an der Vortür. Wenn es heute Nacht klopft, nicht die Tür aufmachen. Der Mann, auf den wir alle gewartet haben. Ja, der Jonas ist da. Ist das Johnnys Stimme oder ein Jack-Mikrofon? Kack-Mikrofon? I don't know. Matze, bin der Moderator, ne? Oder wie war's? Alle anderen sind ein bisschen lauter als ich. Okay, ich kann mich auch was lauter machen. Ich will euch nicht immer so ins Ohr schreien. Oder ich mache alle anderen einfach ein bisschen leiser. Können wir auch so machen. Sag mal was. Ja. Test, hallo. Nee, ich sag nichts mehr, ich hab ja ein Kack-Mikrofon. Tja, ja. Die war schon wieder, ne? Ja. So, Jan, kannst du jetzt mal hier voll machen, sonst... Bleib mal entspannt. Das ist ja hier noch ganz entspannt, gleich geht ja der Stress erst los. Man versteht den Uwe nie, ja, das stimmt. Aber den Johnny dafür wahrscheinlich. Das kennen sie aber alle, ne? Was war das für ein Song, den du unterbrochen hast? Das war hier Oli P. Schieß mich tot. Das muss man ja nicht da. Ich habe jetzt mal normale 90er Playlist dran gemacht. Ich bin bei dir mit eingestiegen. Ach, hörst du auch meine Musik mit, meine Playlist? Ja, selbstverständlich. Ach, kannst du auch von alleine? Ach. Ja, tatsächlich habe ich einen Knopf gefunden, wie es geht. Ah, sehr gut. Mit Mats ist gemeinsam mit dir. Ja, sicher. Ja, Johnny ist dafür umso lauter. Hä? Als ich oder was? Ja. Oder als wer? Läuft doch. Passt doch. Ich kann aber auch in der Zeit eigentlich irgendwas anderes machen, oder? Meinst du, wenn der Uwe auf mal rausspringen wird, dann los ist er? Achso, der Johnny ist lauter als Uwe. Ah, okay, alles klar. Ja, Uwe ist auch müde, der war ganz auf Baustelle. Ja, hast du ihn auf Baustelle geschickt? Der war mit. Er hat sich heute ein paar Mal mit meinem Brüderchen an der Klatten gehabt. Oh! Ja, das ist halt normal. Ja, gut. Ja, das ist ganz normal. Machst du aber auch nichts dran. Ach, guck mal, er ist auch, glaube ich, auf Kommando, gerade da.
Nein, nein, da ist keiner. Ach so. Nee, der ist doch nicht im Chat. Nee, doch. Logan Paul. Ist gerade aufgeploppt bei mir hier. Ah, Paul ist auch Praktikant. Ich habe ja eine akustische Warneinrichtung mittlerweile hier dafür. Hast du, was ich ausprobieren wollte? Ich wollte ja die Sachen runterladen. Das war das, was ich wollte. Ja, das wäre nicht verkehrt. Ach, da ist er doch. Von was redest du? Er fragt, von was du redest. Uwe oder Johnny? Ja, manchmal glaube ich eher, dass er so ein Uwe in sich hat. Vielleicht habt ihr beide so ein Uwe in euch und ihr wisst nicht, wer, ne? Ja. Wir teilen uns den. Ja, sowieso. Moin, Steff. Ach, guck mal einer. Da deiner Zeit. Wahrscheinlich noch so viel Zeit wie ich. Ja, Matze, du könntest uns zum Hof nochmal holen und nochmal einen Ballenwagen holen. Zum Hof nochmal holen und einen Ballenwagen holen, okay. Fahren, gehen. Sag mal, Chris, hast du die Feuertonne noch gekriegt? Oder muss ich die morgen holen? Buchstellen Umgangston. Ja, das ist wohl so. Aber er hat das ja halt jeden Tag und ich nicht. Wir schreien uns nicht. Also was soll ich holen, einen Ballenwagen? Ich habe auch schon einen auf dem Hof. Der ist bei Hof Maschmann, der Ballenwagen. Bringt ihr jetzt einen anderen mit, oder? Nee, du sollst auch einen holen, denn sind zwei Brauchen hier. Wir denn noch einen? Der Hof Maschmann. Der hört auch nicht zu. Ja, also, Hof Maschmann ist einer und auf dem... Aber hat den nicht jetzt schon Dingens geholt, oder? Also Klößchen, oder wie? Den vom normalen Wir gerne zwei... Also dann fahre ich jetzt zum Hof Maschmann. Klößchen hat leider vercheckt, dass er im Singleplayer gelandet ist. Klößchen, also hier ist da gar kein Trip. Hier sehe ich hier noch alles. Klößchen? Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Oh, ich sehe dich nicht auf dem Weg. Klößchen? Jetzt guck dann auch, ob er online ist oder nicht. So, komm. Ich hole jetzt auch direkt was dran. Wo haben wir den, Der Maschmann oben in der Halle sind die beiden rückwärts eingeparkt. Oh, ich glaube, Matze sollte sich schon sehen. Achtung, Achtung, haltet alle das Lenkrad fest. Och nee, nicht jetzt. Es kommt ein Karton. Oh. Ja, ich fahr eh. Ich stehe hier am Feldrand, also. Welches Gerät? Seid ihr schon drin in der Synchro? Nein. Nö. Okay. Dann muss ich mal Alt F4 drücken. Hat ihr kein Gewicht im Zug, Maul? Doch, da, das hat doch eins, oder? Wieso, du hast doch auch eins dran bei der. Das ist ein Zugmaul, Matze. Naja, das ist aber sehr bescheiden mit dem Anhänger dann. Ich hatte Track ja vergessen. Ja, aber ich brauch doch ein Gewicht, oder? Oder kann ich auch ohne Gewicht? Na, warte mal, ich nehme ein anderes, Es ist schon okay, zieh es jetzt hier auf. Ich weiß halt nicht, dass die Deichsel kaputt geht. Ja. Ich auch nicht. Ja. Ist der Uwe eigentlich noch da? Ne, der hat, glaube ich, Feierabend gemacht. So, wie komme ich jetzt zu Hof Maschmann? Einfach die Straße hoch. Welche Straße? Ach, da oben. Ah, okay, alles klar. Das ist ein ehemaliger Lehrling von dir, Gelus? Gelus, moin! Ja, der weiß, wie man, die Leute anzusprechen hat. Der kennt sich aus. Willi, mein Bester, vielen Dank fürs Follow. Herzlich willkommen. Grüße dich, Willi. Guck mal, heute Abend haben wir schon 9 Follows gemacht. Wow! Ein Subscriber, das war Johnny. Wow, wer ist das? Klößchen? Ja. Immer noch da? Immer noch da. Ich hoffe, du hast einen Traumplan. Ja. Wonder LS19 Streamer. Oh, Gelhus. Danke.
Also ich nehme dann jetzt den Ballenwagen von unserem Hof, von dem normalen Hof mit, ne? Vom Milchviehbetrieb. Ja, wenn du da einen findest, nimm ihn gerne mit. Nur am besten den zweiten. Den ersten. Jetzt nehme ich den zweiten. Nee. Doch. Ja, okay, ich ziehe hier auch nicht raus. Immer gut. Ja, ich noch so mühevoll rückwärts eingeparkt da. Die erste geht blöder wie der zweite. Das läuft auf jeden Fall. Was geht jetzt? Black Bandit, mein Besser. Vielen Dank für den Resub im zweiten Monat. Ah, ne, hä? Ne, er hat ein Geschenk. Was? Black Bandit. Er hat, geschenkt und hat damit insgesamt zwei Abos auf diesem. Er hat einen Kanal. Hä? Was? Du hast einen. Ne, Black Rain hat einen. Achso, einen Black Bandit. Vielen Dank. Dafür. Bandit hat Black Rain eins geschenkt. Genau, und genau. Das ist im zweiten Monat. Das Resub. Ich geh kurz auf den. Jetzt haben wir ein Problemchen. Ach, das ist doch schon wieder Mist. Euer Lukas? Was? Vielleicht sollten wir die Beinhalle noch ein bisschen aufbauen, beziehungsweise ein bisschen höher starten, oder? Rein theoretisch, ja. Kann ich mitfahren? Nee. Ich weiß ich nicht. Willst du das machen, Lukas, oder? Ja, kann ich gleich machen. Nee. Denn ja, dann weiß ich auch, wie ich das mache. Ihr seid Geschwister? Was? Nee, du nicht. Warum Chat bezogen? Okay. Nee, Groban ist ja nicht allzu wichtig, deswegen. Es kommen ja ein paar Ballen runter hier. Ja. Nochmal vielen Dank in den Chat überhaupt für den Sub, mein Besser. Für den verschenkten Sub natürlich. Danke, Besser. Ein Bier geht immer. Vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. So, Leute, ich muss mal eben kurz hier das... Ja. Oh. Ja. Da kommt der Karton. Ludwig! Er ballert wieder einen Sticker raus. Ludwig, vielen Dank. Herzchen in den Chat für euch. Danke. Kuss, Bruder. Guck mal, ach, die Brüder sind hier online. Guck einer. Gewicht für die Überfahrt vorne anhängen. Ja, mach ich auch. Mach ich jetzt auch. Johnny, so. Machst du denn die Ballen oder soll ich die machen und du grobst weiter, oder? Wie? Das kann auch einer abfahren von euch. Dann mach ich Ballen stapeln. Ja, Ballen stapeln am Hof, aber, ne? In der Scheune. Nee, sowieso nicht. Siehste? Hä? Wer synchronisiert denn jetzt hier wieder 18 Jahre lang? Das ist... Moin, schon lange on? Ein Bier geht immer? Nö, eigentlich sind wir jetzt, wie lange sind wir online? Ein Stündchen. Ich wollte gerade sagen, das ist unser Feuerwehrmann, aber in dem Sinne... Du brauchst, glaube ich, gar kein wiederum Gewicht. Auch nicht. Ja, Beda, ich weiß nicht, wenn wir jetzt drei Ballen übereinander stapeln auf einmal... Ich weiß nicht, ob das zu viel, ob das da nicht zu viel Dingens ist. Jetzt läuft ganz gut, dass du ihn mit da. Soll ich das erstmal eine halbe Stunde ziehen, das Programm hier? Alter. Ludwig, danke nochmal für die Bombe. Tja, Bombe. Habt ihr schon mal 0 FPS gehabt? Ja. 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 Okay. Nein. So, wo fahren wir jetzt? Beim Joinen habe ich 0 FPS. Wir fahren eben beim Händler. Geht's gleich ins Minusbereich. Jetzt kommt die richtige Musik. Bonrad, ja. 56, vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Warte, kannst du auch oben links fahren, der ist kürzer. Ne, ich will noch zum Händler eben. Also. Moinsen, Bonrad, Grüße. Ich muss mich wiederholen. Muss zum Händler sagen, du so. Deswegen. Wie voll bist du denn schon? Noch gar nicht voll heute. Das würde ich nicht mehr sagen. Ich habe schon zwei Gläser weg, also.
Ackermacker. Nee. Elf, vielen Dank. Schönen guten Abend. Moin. Gibt es den Ballenwagen zum Download? Nee, den nicht. Leider nein. Doch. Doch, gibt's? Den gibt okay. Es. Ja, ihn gibt's wohl zum Download. Tut mir leid, es gibt den doch. 85% im vorderen. Tut mir echt leid, dass es den doch zum Download gibt. Komm ich jetzt wo? Wo war das nochmal? Wo war das denn nochmal? Steff? Steff? Gute Frage. Jonas, kann ich sie mitnehmen? Ja, der war bei Toto, meine ich. Steigen Sie ein, dann nehme ich sie gleich direkt mit zum Feld. Ich synchronisiere mal ein bisschen derweil, ja. Ja. Hat kein Beifahrer? Nee. Doch. Auch immer, nochmal bis das an. Doch. Der hat Beifahrer. Der hat Beifahrer. Jetzt hat er's. Dann krieg ich zwar erstmal eine Lua, aber ist egal. Fahr mal. Steig nochmal kurz aus und wieder ein. Das geht nicht. Weil Johnny dann noch steht. Das ist beim Passenger. Okay. Dann fahren wir, Johnny. Ab dafür. Ja, fahr du mal. Komm mal kurz. Johann, fahre her. Johnny, du stehst da hinten noch. Ich fahr jetzt aber einfach, Johnny, ne? Ja, fahr mal. Ich denke, wir haben nur Uwe vergessen. Das ist nicht so schlimm. Ah, okay. Der wartet. Ja, ja. Steff, magst du mal ein bisschen vorziehen? Dann mach ich dich auch nochmal voll. Ist, glaube ich, besser, wenn wir den da hinten stehen lassen. Ja. Was machen wir denn eigentlich mit dem Getreide? Lagen wir das Getreide ein oder verkloppen wir das? Einlagern. Du musst die Taste X drücken zum Attachen. Wo lagern wir das rein? Das weiß ich ja, aber das habe ich in der Zilo. Das ist einfach beim Hof reinfahren in der Zilo. Klößchen, hast du das schon wieder vergessen oder das Keybein der Taste? Nee, nicht mal bei Taste X passiert bei mir was. Nee, du musst auch anwählen, ne? Konrad, wie gesagt, mitspielen leider nein. Na klar, wusste ich. Deswegen sage ich's dir. Wie schön muss der Beinstapel hier am Hof sein? Schön. Sollte schon recht schön immer aussehen. Weil also schön da, hoch und also voll da sein. Sollte man auch gar nicht nachfragen. Also das sollte doch. Doch, ich frag lieber nach, wenn ich stapel. Und nicht so enge Stapel, wie du das schon mal auf einem anderen Server getan hast. Ja, das ist nämlich auch sehr schlecht sonst. Sonst müssen wir. Ja, das sieht nämlich, sonst haben wir nämlich nachher La Bomba. Genau. Wir haben schon La Bomba. Okay. Ich werde das jetzt auseinanderfriemeln. Kommt da links was? Nee. Ach, der Johnny kennt sich da sehr gut aus mit Ballenstapeln. Deswegen, Johnny, der ist nämlich unser Ballenstapel-Meister. Meister. Der bildet die Meister aus, oder was? Genau. Eieiei. Habt ihr das gerade gehört? Nee, ne? Doch, nee. Das haben wir gehört. Oh? Das Gewitter, oder was? Ploppen. Das ist Ploppen von der Flasche. Achso. Nee. Nur das war hinten vom Lappen. Sehr laut. Und das war direkt neben Mikro. Das hat mich gerade ein bisschen gewundert. Ah, okay. Was steht denn morgen an, Jonas, auf der Baustelle? Morgen ist mein Bruder morgen früh erstmal arbeiten. Und dann bringe ich morgen früh noch so ein paar Gerümpelsachen weg. Oder beziehungsweise morgen Mittag bringen wir die weg. Morgen früh laden wir die auf. Okay. Boah. Und dann morgen Mittag Schutt in die Container wieder weiter rein, ne? Na, bleib mal da mal stehen, Steff. Ja. Right Eye, schönen guten Abend. Was steht an? Ballen, Ernte, also alles, was da drumherum ansteht, ne? Cool. Wie gefällt dir der Drescher hier an? Wir brauchen ganz auf jeden Fall gut. Noch ein Left Eye. Warum Left Eye? Aber? Naja. Ein Mai ist immer schlecht. Okay. ich dachte, da kommt was mit Niveau. Deswegen habe ich einfach nicht weiter geredet. Ja, eigentlich, sollte das mit einem Auge? Ja, hallo? Yeah. Mit dem zweiten ja. Sieht man zwar besser, aber... Gut, Thies, erstens ist das bereit für unsere Straßen. Und, nö, der ist wirklich zu breit. Und das andere ist, der ist nicht so wendig am Vorgewende. Aber sonst gefällt er mir gut. Der hat Leistung, der zieht gut durch. Hat einen guten Korntag.
Mit der Bereifung trägt er auch gut über. Während der Arbeit wird nicht getrunken. Lorenz Dieter, danke fürs Follow. Schönen guten Abend. Ja, ist ja alles gut. Ach, du warst das, okay? Zum Hallen stapeln. Ja, seid ihr morgen noch nicht fertig? Hallo? Ne, wenn, dann holen wir uns ja was mit Qualität und nicht mit K. Ja. Das war auch gegen Kramer, Jan. Stimmt, nee, Kramer ist gut. Nee, nicht so. Doch. Doch. Liebherr. Ach. Hey. Oh, wir übertreiben. Volvo. Lieber ist, wenn du was Großes willst, dann nimmst du Lieber oder Volvo, aber in dem Segment einfach ist Kramer als das Beste. Aber einen großen Cut ist ja auch was Schönes, ne? Joystick-Lenkung und dann mit einem Joystick den ganzen Arm bedienen, das ist schon was Feines. Eine große Katze oder was? Ja, die, was? Den Enrico, ja, den Anhänger gibt es zum Download, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, wo. Also Thies weiß es nicht. Bei Toto auf dem Discord. Ja. Also Le Big Shot auf dem Discord. Und Ludwig sagt, wenn du Qualität brauchst, dann immer ein Fett. Aber naja. Nee. Ja, hab ich auch. Schlauer Fuchs 12. Vielen Dank fürs Follow. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ich finde den Scorpion von Klaas am besten für Ballen. Ja, da hast du eine gute Übersicht. Das stimmt schon. Ich liebe es, im Radlader Ballen zu stapeln. Stauerfuchs, gibt's eine Chat-Währung. Wie meinst du das? Es gibt hier Ehrenpunkte, so gesehen. Also ich kann so erzählen aus Erfahrung, JCB-Radlader ist bescheiden. Spätestens wenn die 3000 Stunden runter haben. Weil setzen viele Bauern halt ein, weil die selber hohe Hupe haben. Coins oder so. Ja, ja. Ja. Die sind einfach kostengünstig. Ja, und aber die haben halt eine hohe Hupe. Ja, aber die haben leider auch einen hohen Schwerpunkt so schon. Ja. Da müssen wir so 966 M vom Cut nehmen. Das ist mein geiles Gerät. Das haben die, hatten Recyclingunternehmen, wo ich ab und zu auch mal fahre. Achso, schlauer Fuchs. Nee, sowas gibt's ja nicht. Sowas gibt's nicht. So Minigames im Chat. Größte, wo ich. Was ich bis jetzt gefahren bin, ist ein. So groß wie die große Tourion im LS. Nur halt Liebherr-Form. Das war ein geiles Ding. Ich weiß gar nicht, was geben da muss. Da musstest du dich doch mit beiden Beinen aus Gaspedal stellen, damit er überhaupt losfuhr, wa? Nein. Das ist das Schöne vom Liebherr, da kann sogar ein 13-Jähriger fahren. Darf der auch? Ja, 14-Jährigen. Der 13-Jährige fährt den 14-Jährigen. Na dann. Oh. Fahrer der Schaufel. Johnny. Was? Ja, nur eine Verständnisfrage. Nee. Ich hab mich korrigiert mit dem Alter. Ich war 14, wo ich da die meiste Zeit verbracht habe. F sagt ihr Volvo L120 Havers? Ja. Das ist das Größte. Enrico, danke fürs Follow. Schönen guten Abend. Auch ein schickes Teil. Ja, Joystick-Lenkung. Mhm. Aber ich finde halt die drei kleinen Hebel für den Arm. Finde ich nicht der Freund von. Ich auch nicht. Unsere Gemeinde hatten einen 110er. Der hatte auch diese Kipphebel, die hatten dann Lenkrad, aber die hatten diese Kipphebel. Und wenn man die ganze Zeit Liebherr gefahren ist und dann mit den Kipphebel arbeiten muss, da kommst du komplett durcheinander. Ja, oder auch mit dem Telelader davor. Ah ja. Ich hab davor 2 Tage lang mit dem Telelader geladen. Und dann soll ich auf den Radlader rauf und damit laden. Da kommst du auch erstmal durcheinander. Ja. Ja, so schlimm? Ja. Ja. Was sagt Jan dazu? Was hast du gemacht? Bin ich noch nicht gefahren. Warum steht hier ein Tieflader? Gut durch zum Ballen fahren. Ihr könnt euch ruhig Zeit lassen beim Ballen fahren. Ich brauche noch ein bisschen.
Da werde ich jetzt vorgespannt von den Tieflader. Naja. Da werden die Luftdruckbremsen auch geöffnet. Mal, ja, hallo. Es gab auch mit der Zwiebel. Kräftig reinschichten. Ja, okay. Hey, Klößchen. Moin. Oder Jan, was? Letzte... Ja, Tis? Die letzte Bahn, Jan, bitte keine Schwatt, ne? Nee, nee. Kannst du schon mal umstellen fürs nächste Feld? Hier ist ja krass. Hier ist ja ein krasses Feld hier. Hier ist teilweise noch frisch angesehnt bei mir. Wo? Das siehst du mal, läuft bei dir. Das ist nicht synchronisiert. So, dann steigen sie mal aus. Genau. Bin ich. Ich soll jetzt wieder ankuppeln, hast du gesagt, ne? Ja. Achso. Hallo, ja. Hey! Nicht weglaufen! Was denn? Hab ich doch gemacht? Was soll ich denn machen? Hab ich doch! Nein. Doch, fahr mal los! Ich hab ja die D11 schon mal in echt gesehen. Halt nur auf der Bauma. Das ist auch mal ein geiles Teil. Ich hab letztens eine Doku drüber gesehen. Die hab ich auch gesehen. Die D11, Alter. Die hab ich auch gesehen, ne? Dann hast du einen fetten Schlepper. Hallo, Johnny, guck mal hier. Wo ist Jonas eigentlich? Oh, da ist noch viel fescher. Wo kommt der her? Das ist schon so viel geil, dass da schon Stromkühler drin ist. Bei mir nicht. Bei mir schon. Bei mir ist da nichts. Nö, Thies, da ist nichts. Das ist gut. Hörst du auch gerade? Johnny? Wo ist da dran, ne? Eiffel 65. Ja. Dein Gewicht, ja. Ich hab's umgehangen. Sag ich nicht. Das ist das letzte Feld mit Roggen, oder? Erste und letzte. Ja, die Hänger müssen jetzt ab ins Silo. Ja. Also beide Züge müssen weg. Ich setz schon. Bitte? Ich hasse dich. Wofür? Ich schwöre, dass ich nichts gemacht habe. Nein, alles gut. Du weißt, Johnny ist 3 Sekunden hier umfällt, ne? Und es geht alles drunter und drüber. Warte, Steff, bleib da stehen. Was denn jetzt gemacht hieß? Ich hab. Mein Kommentar, oder was? Ja. Ja, mein Gott. Was soll's so? So, aber das soll ich noch einen vernünftigen Schlepper nach hier holen, oder? Damit er wie das letzte Mal abkackt. Anscheinend. Ist der Ballenanhänger privat? Nee, anscheinend nicht, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, wo es den gibt. Immer noch auf. Also ich weiß nicht, wo es den Ballenanhänger gibt. Nee, ach komm. Dann ist er jetzt halt privat. Ja, der ist privat. Ist er jetzt privat oder nicht? Ja, für dich ist er privat. Und für euch? Nicht. Für uns nicht, wir wissen ja, wo es den gibt. Wo gibt's den denn? Achso, nee, das. Wie heißt das Lied? Das steht doch hier direkt unten neben mir. Was, das steht neben dir? Du stehst wieder neben dir. Ja, das immer. Hast du da schon so die ganze wieder. Zeit? Gerne, ja, willst du denn weg hin? Ich fahre auf 103. 103. Was geht direkt jetzt? Das größte Feld. Pascal, Mensch, 3 Monate schon. Pascal, mein Bester, vielen Dank. Oder ist das soll ich an der Reif? Matze ist wieder raus, ja, sowieso. Pieper, Momo. Ich hab die Karte drauf. Aber irgendwie ist Matze heute auch nicht ganz fit, hab ich das Gefühl. Kann das so sein? Weiß ich nicht, du wirkst so. Was? Du wirkst so. Ich bin hier konzentriert. Fährst du mir den rum oder muss ich mir den selbst rumfahren? Und ein bisschen Kopf vor. Aber sonst alles okay. Siehste, ich hab's doch gerochen. Ich fahr vor, sag ich. Ja. Ich versuche also, Raumfahrt 2020, vielen Dank fast voll und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Dass dir keiner voraus, dass keiner kommt. Das ist wieder der Ballenprofi, ja, genau. Genau, wir sind am Dreschen auf der Schleswig. Was geht jetzt? Mark Holtmann Spötter, vielen Dank für den 4. Monat Resub. Danke. Vielen Dank, meine Lieben. Herzlichen raus.
Wo ist Klößchen eigentlich? Das Spöch würde ich rausnehmen. Das ist wahrscheinlich Mark Holtmanns Pötter, oder? Pötter oder? Ich, das kann auch sein. Klößchen noch da? Ja. Ah, okay. Konzentriert. Was bist du denn da machen? Dass ihr euch alle konzentrieren müsst beim Ballenladen. Ja, ah, sonst ja. Sieht das so aus wie bei dir nachher. 1A. Besser, ja, hätte, ja. Besser hätte ich es nicht sagen können, Matze. Jan! Steff! Also ich bin jetzt mal solo auf dem Weg zum Feld, ne? Ah. Ich hab aber Uwe mit eingepackt. Danke, Chat. Das ist der Uwe und der ist auch dabei. Holtmanns Pötter. Ah, klar, klar, Marcel, da weiß ich Bescheid. Das ist ein Lied, Matze. Meine Frau hat mir was zu trinken vorbeigebracht. Oh. Prost. Prost, Mahlzeit. Prost. Prost. Was Dunkles. Für die Kopfschmerzen und so. Ja, mit Tabletten. Das ist der Original Coca-Pflanze. Oh. Gut, aber. Die ist gut gemeint. Entweder ist die Flasche jetzt leer gemacht worden. Die eine, die da auch mit drin ist, oder. Eine neue ist noch mit aufgemacht worden. Ich weiß auf jeden Fall. Die auch nochmal leer gemacht. Ja, ja. Ah, das ist. Oh. Na gut, wir haben ja morgen nur einen halben Tag zur Arbeit. Oder, Chat? Ja. Ich habe gedacht, ich nehme den Chat jetzt demnächst auch mal mit auf die Arbeit, weißt du, so als Vlog-mäßig, Chat. Was haltet ihr davon? Würdet ihr das feiern? Wie viel hast du von den Dingern schon auf? Das ist sehr. Ich glaube, zu viele. Das geht da gar nicht. Dann mache ich so wie bei Phasmophobia, meinen Mitarbeitern mache ich dann so eine Webcam auf dem Kopf. Weißt du? Und gehst in den Truck und. Genau, koordinierst. Und. Todi ist am Phasmo zocken laut Twitch. Ja, Todi. Der ist verloren. Wie habt ihr so euer Silvester gefeiert? Boah, ist ja entspannt. Ja, um 23:30 lag ich im Bett, Silvester. Ja, dann fahr ich hier ran. Achtung, Steff. Bei solchen Mischungen ist das eine Junge, wirklich. Ja. Kann ich ja nichts für, weißt du? Ja, eine coole Idee mit den Vlogs. Ja, Marvin, aber ich bin kein Vlog-Typ. Ich krieg auch nur mal... Blockierst du Tees? Ah, nee. Ich krieg ja noch nicht mal ein Insta-Video hin. Ich weiß auch nicht mal, wie man ein Insta-Video macht. Da kann der Klößchen wahrscheinlich besser. Nein. Nein. Er dreht beim Anfahren durch, glaube ich, weil er vorne zu viel Last auf der Vorderachse hat. Dann. Und dann natürlich matschig ist hier, in den Fahrspuren. Was haben wir hier für eine Kolonne? Nur noch LKW, dann ist alles weg. Da haben wir den Übeltäter. Der hält den Verkehr auf. Warum steht da eine Ballenpresse? Weil ich gerade. Ich weiß nicht, wie das geht, Pascal. Ich kenne mich nicht aus mit Instagram. Matze, wer fährt eigentlich jetzt seinen 7R weg? Ja, ich dachte, wofür ist Jonas denn hier? Ich bin noch am Weg! Was soll ich hier machen? Ja, den 7R mal wegfahren, leer machen. Und dann kannst du den Bayern wieder hinstellen. Ich bin gerade auf dem Weg mit meinem. Hä, warum? Ich hab doch gerade gesagt, dass ich meinen Schlepper hole, damit ich den leeren Tieflader weghole. Bei dem vollen. Hä, wieso? Dann hat Josef, also Klößchen ist auch da mit dem Sabo, noch. Ja, aber der setzt dann zum nächsten über und macht da wieder voll. Ja, so sonst. Hast du denn wenigstens leeren Ballenanhänger mitgebracht denn? Nein, wir haben doch nur zwei, oder nicht? Nee, wir haben den Tieflader. Einer steht noch bei Maschmann. Ja, das machen wir. Weißt du, je klarere Ansagen, das wäre, ne? Ja, niemand wusste, was du machst. Wir dachten alle, du synchronisierst die Karte. Du bist einfach hier, weißt du, als
Als Opa von nebenan, weißt du? Jungs, was ihr denn hier machen, weißt du? So, auf der Art. Ja. Ich fahr mal rechts ran, dass du überholen kannst. Gleich nach der Gruppe. Ja, ist ja so der Opa, der alles besser weiß, ne? Früher haben wir das so gemacht und, ne? Und da dann wieder Quatsch zuschaut. Nee, ich kann aber auch eben den leer machen und euch dann zum Feld bringen. Wo macht ihr denn weiter? 103, unten links. Chat, was sagt ihr? Soll ich den eben die zwei Anhänger leer fahren und den dann zu Jan bringen? Oder sollen die Jungs das selber machen? Kann ich auch machen. Die wollen mich ja stapeln sehen, weißt du? Alles, alles gut. Also bei der 103 ist ein bisschen mehr. Glaub also vor allem beim Vorgewende. Nein. Da wird es ein bisschen stressiger. Na gut, dann halt nicht, Matze. Matze? Ja. Aber du kannst bestimmt auf den Ballenwagen 7 Stapel raufpacken, ne? Ich kann auf jeden Fall keine Spanngurte drum machen auf dem Ballenwagen. Das ist schon mal sicher. Ach, ist wahrscheinlich wieder die andere Tastenkombi hier. Da, so, ja. Weil wir das ja alles umlegen müssen, wenn das. Erst du kurz in den. Nein. Oh. Nee, Thies. Nee, ich nimm den anderen. Klößchen? Nein, ich komme jetzt meine Ballen klauen. Da rein, das. Nee. Ja, eigentlich schon. Jo. Aber ich brauche nur noch einen. Ich bin so richtig vertieft und happy. Ja, also Johnny bringt ja jetzt noch einen Ballenanhänger. Wie soll das denn gehen? Ich dachte, du bringst jetzt den einen mit vom Marschmann. Ich bin doch LKW, Jan. Ich bin doch gerade umgestiegen in deinen Schlepper hier. Ich war doch schon am Acker. Ach so, holst du dann gleich noch den anderen Ballenanhänger oder was? Ja, irgendwann bestimmt. Wir können ja noch einen hier hinter machen. Dann kannst du jetzt zwischenfahren. Klößchen, dann können wir schon mal Dreierstapel weiter stapeln, wenn du deinen Anhänger voll hast, weißt du? Macht ihr mal einen Dreier. Stopp. Jonas, gab's bei dir heute schon irgendwie was anderes außer Eine Flasche Bier, ja? Ja, ich glaube, die war dann ein bisschen schlecht oder so. Röhrig, 149, vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen, mein Bester. Grüß dich, schönen guten Abend. Ja, okay, jetzt ist hier gerade. Jetzt ist der Meister Röhrig da. Ja, jetzt hat das hier. Thies macht selten zu. Haben wir irgendwie einen Error? Nein. Also, ich hab keinen. Ich hab zwei Warnings drin, da kommt durch die Plane. Jetzt. Alles gut. Ja, der Ballen hier wollte gerade mal kurz nicht. Der ist einfach in der Luft. Hat der geschwebt. Naja, gut. Okay, es ist halt LS. Man muss sich immer sagen, es ist LS. Also. Moin Simon, it's, grüße Sie. It's magic. Ja, ja. It's a god of magic. Was für eine Magic? Bitte? Was? Lukas? Nichts. Er kann den Text nicht richtig und hat sich gerade voll verkackt. Ja. Entschuldigung. Was zum Thema Schadenfreude pur. Ja. Ach, das ist bei Johnny. I want you. Ach, nö. Warum haben wir denn. Sind das blaue Bänder um den Ball? Um die Ballen? Ja. Bei mir, ja. Wer hat denn die Farbe ausgesucht? Das kann man nicht aussuchen. Die sind blau. Apropos, ich habe gerade Werner geschaut. Den ersten Teil. Sehr nice, Rider. Sehr, 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 sehr nice. Oh Gott. I want it now. I want you. Cause I'm Mr. Wayne. Ganz genau. Gott, komm, was soll ich hier drauf kriegen? 7 Stapel oder was, Thies? Ja. Hinten war schon. Das geht schon. Das Netz, Speicherleck. Wenn du den vierten drauf hast, dann kannst du hinten einen gegen quer stellen. Und kannst du mal zwei Lenk stellen. Stimmt, du machst da ja so komische Spielchen, ne? Nein, machen wir in echt auch so. Damit wir einen mehr raufkriegen. Musst du vielleicht vorne nochmal lösen, dass du ein bisschen nach vorne schieben kannst. Und dann backt das aber nicht nachher auf dem Anhänger? Nein. Normalerweise nicht.
außer Lukas Stapel. Das erinnert mich immer an die Kindheit, wo man gesagt hat, in Spiel und in echt. Soll ich euch denn noch einen Beilanhänger nach oben bringen? Ja, das wäre nicht schlecht. Aber hier, ja doch. Einen bräuchten wir noch. Also machen wir jetzt keine Ballen mehr, oder was? Auf den nächsten Flächen? Natürlich. Okay. Ich bin ein Held. Ja, yeah, das wissen wir alle. Gut an. Oh, maximal vom Erdbüffel. Selbst das nicht. Das ist uns. Weißt du, warum konzentrieren wir uns so? Weil ihr nicht kreativ seid. Oder nicht schnell nachdenken könnt. Ja. Yeah. Du willst uns dann den Aufnahme als abstrakte Kunst verkaufen, oder? Ey, so schlecht sieht er bis jetzt gar nicht aus. Das kann ich mir gut vorstellen bei ihm. Lukas, fahr mal deinen Arm ein bisschen ein. Nein. Doch, den Arm, der jetzt. Ich muss jetzt den Stapel da ganz oben drauf setzen. Klößchen, nicht so draufstellen. Von hinten ranschieben. Weißt du, was ich meine? Einer muss jetzt quer von hinten drauf. Nimm ruhig nochmal weg, dann mach ich das. Dann kannst du die vorderen Bänder mal schon mal lösen. Dann zeige ich dir, was der Thies meinte vorhin, weißt du? Thies sagt ja, das wird so gemacht halt. In Holstein-Schleswig. Ostholstein. Was ist das überhaupt? Yes. Ja. Irgendwo im Norden. Alter, das wird ja richtig. Über dir in der Nähe, Steff. Definitiv. Nordbremen. Also, dies kannst du gleich einmal kurz gucken, ob das so okay ist oder zu hoch ist. Besonders da. Und das ist nicht höher geht. Vorder- und Beinspanngurte abgemacht? Jo. Ja, das ist bis unters Dach gestapelt gerade. Ja, ist doch gut. Dann bist du richtig davor. Aber das. Ach, jetzt habe ich's gecheckt, alles klar. Ja, und die du jetzt hast, die werden aber wieder so draufgestellt, wie du jetzt stehst. Ich schieb die jetzt nochmal so richtig zusammen. Richtig. Hier werde ich ein bisschen bei sein. Das ist doch schön, oder nicht? Du bist schön? Achso. Achso. Da fehlt aber noch ein Wort hinter, aber. Oh Mann. Hide? Vielleicht? Das ist jetzt nicht ein Wort, aber es gehört zum Wort vielleicht. Was denn? Achso, ja. Das sehen wir mal auf Instagram. Ja. Was war denn, Steff? Jetzt kommt noch Michael. Michael. Ah, jetzt kommt gute Musik. Weil wir könnten hier mal jemand haben, der vielleicht ein bisschen was abholt. Damit der Lukas auch noch zu tun hat da unten. Ich hab noch genug zu tun. Gibst du auch Weizen an, Lukas? Nein. Achso, ich hätte ja sonst ja auch hingekippt, wäre kein Problem gewesen. Das kann ich auch nicht wegstatten. Du klagst ja immer da. Das ist Roggen. Klagst. Hab ich Weizen gesagt? Ja. Ja. Ich wollte eigentlich Getreide sagen, aber gut. Weizen ist auch Getreide, so richtig. Ne, ich wollte eigentlich Getreide generell gesagt haben. Marcel! Ne, Marco! Marco, Holtmann. Spötter. Holtmannspötter. Holtmannspötter. Holtmannspötter, mein Bester. Vielen Dank für 250 Bits. Guck mal, das funktioniert ja alles da unten. 20 Euro, 16 Follower heute, 4 Subscriber und 250 Bits. Danke, mein Bester. Herzchen raus. Danke für den Support. Und schönen guten Abend, der Biergott. Grüße Sie. Bitte was? Der Biergott. Du hast schon richtig gehört. Der einzige und wahre. Achso, es können sich jemand mal auf dem Weg hinter mir her machen. Moment. Ja, ich bin gerade im Dorf angekommen. Ach du
Ja, die mussten ja alle begutachten, was ich hier verzapfe. Habt ihr jetzt Drescher getauscht oder was? Wieso? Nee. Nee, wegen der Größe oder was? Nein, Jan kann bloß nicht fahren. Hä? Nein, ich bin gleich voll. Nein, hä? Was denn jetzt? Musst du hier so rumgaffen? Ja. Dagegen? Vor allen Dingen, du stehst auch richtig im Weg. Ich weiß, sicherlich gut, ne? Also gut. In der Mitte kannst du vielleicht noch einen einzelnen Ball oben raufsetzen, Lukas. Nein. Da komme ich nicht mit der Beingabel ran. Was wolltest du sagen? Ja, Johnny. Ja, nix. Ich probier mal was anderes aus. Abkippseite vielleicht? Richtigen Anhänger? Ja. Kabel dran. Ich muss mal die Abkippseite ausprobieren. Aber, das, so viel zum Thema, ich mach immer Scheiße. So? Nee, nichts. Alles gut. Jetzt links oder rechts? Du solltest auch vorsichtig sein. Und jetzt, Matze, von hinten noch einmal gegenschieben, dass es schön stramm alles ist. Das steht alles schön stramm. Das ist gut gestapelt von direkt, von vornherein. Strammer geht's nicht hier. So, jetzt machen wir Dreierstapel, würde ich sagen, Herr. Bin schon Klößchen. Dabei. Dann haben wir es gleich ein bisschen einfacher. Ich wollte gerade Klößchens Nachname sagen, hast du gesehen? Kennst du eigentlich TKKG, Klößchen? Ich hab's gerade auf den Lippen. Nee. Musst du mal gucken. Oder musst du mal hören, musst du dir mal anhören. Sag eigentlich nur hören. Ja, musst du dir mal anhören. TKKG. Habe ich früher mal mit meinem Bruder zusammen auf dem Computer gespielt. Ja, da gab es und der Schatz der Maya. Ich habe ich auch gespielt. Spiel? Ja. Ja, es gab da Spiele für. Oh Mann. Und dann auch die Schokoladenfabrik habe ich auch gespielt. Charlie und die Schokoladenfabrik? Nee. Der Klößchen. Genau. Und dann gab es auch noch eins mit Geldfälschen. Steff? Nee, das habe ich nicht gehabt. Wir hatten nur das eine. Musstet ihr euch das teilen? Ach ja, gut, ihr hattet ja früher nichts. Ne? Anfang der 111. Ja, du kannst die hintere Einfahrt nehmen. Da steh ich jetzt grad. Ist schon zu spät. Na gut. Wo seid ihr denn hier überhaupt? 103. Es läuft schon wieder Backstreet Boys. Ist das hier das einzige Lied auch in dieser Playlist oder was? Ich hab doch, ich sing die ganze Zeit fresh mit hier. Nee, also. Oh. No, you have your soul, you can see how tough it is. Bist du im Recall? Ich sowieso. Der ist im Finale direkt, Goldener Buzzer. Okay. Ich kenn's, als ich den Namen gehört habe, war ich direkt bei dem Hörspiel. Ja, deswegen. Deswegen dachte ich auch davon, weißt du? Aber Klößchen muss ich mal TKKG anhören. Ja, wir haben den doch deswegen so genannt. Ach so. Banger Bongo, vielen Dank fürs Follow. Herzlich willkommen. Schöne Grüße. Matze, nicht festfahren, ja. Also das ist schon heftig hier mit dem Johnny. Als er damals das erste Mal versehentlich seine Bildschirmübertragung angemacht hat und den Desktop nicht zugemacht hat. Seitdem ist er Klößchen. Chef. Hast du ihn? Ne, das hast du wahrscheinlich nicht mehr gesehen. Wenn du ihn jetzt siehst, dann der sieht nicht mehr so aus, Johnny. Nee, der sieht ganz anders aus. Mhm. Aber so rund ist er immer noch. Hallo. Ist jetzt aber hier Berliner Szene. Moin, Dorfbengel, Grüße. Ja, klar, immer meine Lieblingsbeschäftigung. Schlimmer wär's mit Rundbein. Das kommt heu. Das wird dann morgen gefahren. Was sagen? Na gut, morgen ist ja ein anderer Tag. Ne? Also. Morgen ist da, Freitag. Das passt nicht dauerhaft. Wie kam es jetzt eigentlich, dass wir heute eigentlich überhaupt streamen? Hatten wir nicht eigentlich von morgen gesprochen? Ja, vielleicht heute und morgen. Mal gucken. Also mein Status. Da hat wer Lust. Mein Status war, dass. Ja, ich Montag hab Bock auf die Map. Und dann Freitag auf jeden Fall und dann vielleicht noch eine Woche. Oder am Wochenende, hat Matze gesagt, meine ich. Ja, mal gucken. Am Wochenende wollte der Fassmus spielen, hat er gesagt.
Ja. Aber mal alleine. Aber ab 23 Uhr. Ohne die ganzen Angsthasen, weißt du? Ja, aber wie willst du denn das von der Tür aus schaffen? Da mache ich schon irgendwie, weißt du? Also. Kommt jetzt hier mal einer die Anhänger holen? Die Anhängers? Oder. Anhänger? Kommt jetzt mal einer hier her und tankt mich mal ab. Das ist nicht so wichtig wie die Ballen. Ja, Jan, ich bin am Kriechen. Warum? Sind die jetzt mitgenommen? Nein. Die Steigungen hier sind. Das ist jetzt das Feld oder was? Das ist krass, ne? Ja. Oh Mann. Und ich fahr hier nie hier, shit, oder was? Ja. Ey, Johnny. Ich glaube, wenn dir so einer so ein Hirsch schenken würde. Würde ich verkaufen und würde mir ein neues Auto kaufen. Ja. Mehr Geld kriegt man ja auch nicht dafür. I got Das ist doch auch eine schöne Playlist, oder Johnny? Tease am Balken kann ich nicht bis unter die Decke schicken. Aber ich kann mich nicht kann nicht verstehen, warum du immer Backstreet Boys weitermachst. Wo kommt Tease denn jetzt bitte? Hä? Hä? Ja, ich kenne die Schleichwege bzw. die schnellen Wege. Jetzt sag mir mal bitte, wo hier eine Feldeinfahrt. Da gucken wir jetzt aber mal, wo hier eine Feldeinfahrt ist. Es gibt Bei dem Feld gibt's gar keine. Lass ihn doch gucken, er findet keine. Tease, da war keine Feldeinfahrt. Tease, nicht abhauen. Ey! Jan, soll ich dir hinterherfahren? Wir sehen uns. Mach mal wir lieber. Sehen uns noch. Aber mal mit ein bisschen Abstand, und sonst musst du nachher deinen Kühlergrill so schnell so rein. Ja, ich muss erstmal den Tempomaten auf. Das mit dem Festfahren liegt am Schlepper, ja, das kann man einrichten mit den Rundbeinen. Nee, ich schaff maximal 8 km/h und am Berg geht's eh runter. Ein Bier geht da immer, wie oft? Du redest mit einer Oma, also. Wie oft in der Woche streamen? Sagen wir so. Normalerweise 2 Tage in der Woche. Normalerweise 2 Tage in der Woche, Ludwig. Ach, hä? Ein Bier. Normalerweise 2 Tage. Steigung, bitte. Ja, stellenweise gibt's sowas. Hier, das kannst du ja auch noch mitnehmen. Was ist? Den anderen kannst du auch noch mitnehmen. Aber nicht an denen dran. Aus dem ersten Bild heute. Ey, glaubst du, dass Ludwig schreibt gerade in Chat, der nimmt auch nicht immer die Feldeinfahrten? Also das muss eigentlich ein Timeout geben. Für dich vielleicht. Das muss also Ludwig. Also das ist ja schon fast eine Beleidigung, eine Majestätsbeleidigung. Also. Nee, ihr könnt eigentlich. Matze, du kannst einfach einen Ballenwagen mit zum Hof nehmen. Muss ich den nicht fahren? Ich wollte gerade sagen, wenn ihr Tim oben sitzt. Schüttler, vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend, mein Lieber. Grüß dich. Schön, dass Sie hier sind, werter Herr. Natürlich sagst sogar in real. Besser so, nein. Das ist ja auch viel schlechter. Ich nehme auch nicht immer die Feldeinfahrt. Das ist jetzt wird's dir. Jetzt ist aber hier. Ich verliere gleich den Glauben an die. Und dann wird in dem Powers gestern auch versucht, die Feldeinfahrt nicht zu nehmen. er wollte aber eigentlich gar nicht auf der Feld drauf. Das habe ich auch gesehen. Thies, hättest du einen Link vom 900er? Zufällig. Ne, müsste auf den Discord gehen von denen. Die wollen, dass nichts jetzt weitergegeben wird. Hättest dann mal einen Link für den Discord für mir? Ihr fragt endlich einer wegen den 900er. Ja, gleich. Ja, danke. Bei dir im Stream, oder was? Klößchen, kannst du gleich mal eben zurückschieben. Bei mir im Stream, lass mal besser. Wir können auch übrigens bei Steff zu. Wer streamt heute eigentlich sonst noch jemand? Nee. Ich muss nämlich hier, ich habe gerade meinen zweiten Rechner in Gang, da installiere ich ja gerade nebenbei, hatte ich ja erzählt. Diesen ganzen Tier-Kappes und so und. Queenie, schönen guten Abend, grüße Sie.
Hat Landwirt in MV nicht gestern die Gesellschaft vom Graben gesucht? Ja, ja, genau. Ja, okay. Nimmst du den Anhänger? Ich hab's auch nur im Video gesehen. Bitte was? Ich hab's live gesehen. Ja. Ich sag, nimmst du den Auflieger mit da? Jo. Dann müssen wir eben das Gewicht umhängen wieder. Ich lass den Schlepper hier unten jetzt immer stehen, ne? Ja, du könntest dann eigentlich deinen Schlepper wieder nehmen und die Ballenpresse dann mitnehmen. Ne, rotierst du jetzt nicht, oder? Ich weiß hier nicht mehr, wer hier was. Also, ne, das ist hier echt so undurchsichtig. Hier, ja, das ist. Also, das ist hier. Hier ist. Nee. Jeder macht, was er will. Das ist ja echt schlimm. Also, hier herrscht. Also, das ist wie in der DDR ist das hier. In der DDR hat nicht jeder das gemacht, was er will. Johnny, hast du ihn denn schon oben, den 926, auf dem Feld? Johnny, der läuft, hier, da läuft gerade dein Lieblingslied, oder? Absolut, ich hab's gerade auch gedacht. Ja, ich hätte sonst den Tieflader genommen, erstmal. Queenie, mir geht's gut. Und selber? Alles gut? Alles bestens? Ich freu mich schon auf Sonntagnacht. Mach Matthias den umschmeißen. Ja, aber es dauert erstmal, bis wir mit Ballenpressen anfangen können. Dann könnt ihr den Scheiß auch selber abklappen. Dann könnt ihr die Beine auch selber machen. Ey, was ist mit Lukas los? Keine Ahnung. 2 Tage noch Spätschicht. Na, okay, Queenie. Ja, da hat er mal mit zu ziehen hier mit dem Anhänger. Gib doch mal ein Power. Besser nicht in die Fahrgasse reinfahren. Da fahren wir rein. Ja. Ich hatte dir angeboten, dass ein richtiger Schlepper den zieht. Ja, willst du den ziehen? Na dann, nimm nur die Ballenpresse. Hat Matze was nicht ordentlich gestapelt, die Backen rum? War nicht mehr. Den hab ich nicht gestapelt. Natürlich hast du meinen gestapelt. Ja, den hab ich gestapelt. Mir fehlen noch ein paar Ballen, ne? Korrekt. Boah, so fast stiff, wa? Ja, ich hab alles drin. Ich zieh den mal bis auf die Straße. Mhm. So, wenn ich jetzt stehen bleib, dann ist vorbei. Und nächste Woche bin ich dann in anderen Stall. Okay. Steff, bleib da mal stehen. Bleib mal stehen. Steff, stehen bleiben jetzt. Ich meine, aber hier geht's auf der Straße, Johnny. Ja, dann auch ab, dann fahr weiter. Ja. Wollte der auch eigentlich ziehen können. Ich weiß gar nicht, was hat der denn an Power hier, der 6M? 170, 74 PS. Schafft er locker. Normalerweise. Ja. Ja, normalerweise. 160. Ich ein Stück zurück. Komm mal raus aus der Kuh. Aber Klößchen ist heute sehr ruhig, oder? Was ist denn da? Der ist müde, der Junge. Ach stimmt, der ist ja schon so lange wach, ne? Warum? Wie lange bist du jetzt wach, Klößchen? Fast 24 Stunden. Warum? Weil ich meinen Schlafrhythmus auseinandergenommen hab. Frau Le Cat, schönen guten Abend, mir geht's gut. Ach, außer du. Kopfschmerzen, ein bisschen Kopfschmerzen. Tja. Ja, Johnny, das wäre fast ein Einsatz für dich hier. Hier kommt einer. Was soll ich schon wieder machen, Steff? Ich warte, bis Jan mal in die Pött kommt und guck gerade so aus dem Fenster. Jetzt kam hier einer mit 80 voll in die Wasserfontäne rein. Der hat wohl nicht gesehen, dass da Wasser kam. Eieiei. Ey, guck mal, der Winzer Tom ist da, Steff. Kennst du den? Moin, Winzer Tom. Hi, Tommy. Und das ist ein Kollege noch aus Österreich, ne? Nee. Berufsschule. Ach so. Berufsschulkollege. Steff, stehen bleiben. Stehen bleiben, Steff. Ich höre das, wenn der losfährt.
Er hat den da unten noch an der Backe. Was macht Steff schon wieder? Ich weiß nicht, was er macht. Ich guck besser. Wir gucken besser nicht. Ich wollte schon sagen, was macht der Auto denn da? Da ist mal gut abgebogen da gerade. Thies, siehst du das? Mit der Lücke da oben drinne? Moin! Hi Cop, 19, grüße, grüße sie. Come on, lady, you're my pretty baby, you make you look shit. Oh, ja, das ist noch Musik, ne? For the cut, danke für deinen Host. Kommst du? Ist keine gute Idee. So. Also, aber mehr rund um Lichter geht aber auch nicht hier an dem Anhänger. Ne? Jan, kannst du mir deine Radar, weil ich glaube, am Feld brauchen wir keine. Nee, das ist für dich die Anzeige, dass ich voll bin. Macht er doch automatisch. Das ist die automatische. Ach, ich lasse es so, kipp deinen Hänger leer. Das geht mir so auf den Sack. Hall, was ist denn da los bei Lukas? Also da müssen wir gleich mal gucken, was der macht am Hof. Negative Fuck. Vibes. Ja. Negative Vibes. Aber ordentlich negativ. Warte, die schicken Dreierstapel nehmen. Schicken Dreierstapel? War kurz gut, weg. Gut. Faule Cut. Ihr müsst euch da nicht entschuldigen, wenn ihr bei den anderen Streamern gucken geht. Das ist alles gut. Die Bogen talk about butterflies in my head. Guck mal, Klößchen, der fährt echt vernünftig. Also muss ich immer mal loben, ne? Wahrscheinlich nur, weil ich jetzt hinter ihm bin, ne? Ja. Ja. Kamerakind ist hinter ihm. Möglich. Ja. Nee, ich bin weit weg, Klößchen. Du darfst, Thies. Sprach es aus und es pumpt. Right Eye, nein. Bitte. Also du wünschst mir doch nichts Schlechtes, Right Eye, oder? Aber dies, da oben die Lücke kann ich nichts reinstappeln, weil die Balken im Weg sind. Die würde ich nur runterreißen. Wer ist im Weg? Die Balken. Steff kann es ganz entspannt machen. Ja. Ich will nur ein bisschen gerade stehen, jetzt sitze ich besser hier im Schlepper. Na. Ja. Ah, jetzt sind wir mal auf ein bisschen. Kann ich ein bisschen Stoff geben. Hm? Ja, genau. Das glaube ich auch, Marc. Kannst du keine Zweierstoffe geben? Ah, geht der Melder hier und ich fahre gegen den Baum. Bevor wir. Ich muss den Melder ausmachen, das ist nur Ersthelfer. Das ist ein 6M. 6M ist das faule Cut. Ja, das stimmt aber. Das stimmt. So, wir lassen jetzt gleich schön Lukas abstapeln am Hof. Nee. Ihr könnt das selber machen. Hä? Ihr müsst die dafür da am Hof. Ihr könnt die alle beiseite packen. Wir müssen aber weiter. Ja, ich auch. Wohin? Wo müsst ihr weiter? Ja, ist noch nichts gar nicht zum Stapeln. Wie, ja klar, irgendwo gibt es bestimmt was für Stapeln. Knallst du jetzt 10, Jan? Nee, 8. So, ja. Das reicht schon so. Ich muss ein bisschen Handgas anziehen hier. Nein, du packst mir da kein Dreier drauf. Nein, ich pack... Du! Wo ist Jonas eigentlich? Der war doch vorhin noch hinter mir. Sein Melder ist gegangen. Ja, aber ich dachte, der muss nicht los. Nee, der muss ihn aber ausstellen. Ach so. Sonst wird da jeder wach. Vielleicht war es doch mehr und er ist ja los. Weiß man ja nicht so. Okay, jetzt weiß ich, woran es lag. Ich hatte schlecht am Laufen. Schlechte jetzt Musik ist immer böse. Ja. Oh, hier haben wir guten Ertrag, Steff. Hier haben wir richtig guten Ertrag. Bist du schon auf GPS umgeschaltet oder wie? Nee, ich bin noch nicht auf GPS. Die erste Runde gar nicht. Vielleicht in der zweiten. Ja, dann sieht wirklich die dritte gut aus. Aber ich habe jetzt. Ich habe jetzt schon 61%. Ja, du bist gerade auf knappen 100 Meter mit 125 Ertrag gefahren. Also, heute haben wir wirklich einen mega Ertrag hier. Ja, nee, guck mal, da ein Stückchen war da richtig schlechter
Ein Bier geht immer. Was ich mir wünsche, ist auf jeden Fall eine neue Engine. Also eine neue Engine, das wäre richtig nice. Wo die wieder richtig geil drauf aufbauen können. Und was einfach performance-schonender ist. Ob es für Server ist oder für Multiplayer oder für die eigene Hardware, was einfach für performance-schonender ist. Das wäre nice. Also eine neue Engine. Das wäre so der Hauptpunkt. So, wenn ich am Hof angekommen bin, muss ich aber auch mal eben kurz austreten. Dann kann der Klößchen vielleicht abladen so lange, oder? Ja, ich habe hier schon schick ein paar Dreier packen. Daran könnt ihr euch ja orientieren. Lädst du nicht direkt ab? Ach, Jonas ist wieder da. Ich komme jetzt schon gar nicht mehr mit dem Stab. Gesagt, oder? Nö, ja, ich habe gerade alle gemutet. Ach ja. Steff, ein bisschen Abstand halten, sonst wird das alles staubig bei dir. Weißt du, wenn die Jungs so viel quatschen, ne? Klößchen, geht halt immer aufs Ohr. Oder ich wieder singen. Genau. Jetzt kannst du abladen gehen. An die ran hier, ne? Klößchen? Jawohl. Voll. Daran, da können wir deswegen drei breit starten. Immer her, John, Matze. Warte, bleib da mal stehen. Bleib da mal, sonst kann ich nicht vernünftig einsetzen. Ja, ich wollte eh. Was willst du? Oh, willst du rein? Ja, dann geh mal. Ich geh mal eben aufs Klöchen. Bis gleich. Mal eine Kornkontrolle. Jetzt wird nicht getrunken, das habe ich euch vorhin schon gesagt. Was soll das heißen? Ich habe heute nur zwei Gläser Prosecco. Nur das zwei. Ist ja nichts. Als Winzer wirklich nicht, aber das war nur zur Beruhigung und so weiter. Zur Beruhigung von Günther oder wie? Für alles einfach nur. In my car, wie sieht's mit dem Verlust aus? Ziemlich gut. Also wenig Verluste. Hast du gut eingestellt schon? Ja, da. Und Alfred auf der Straße. Das ist ja hier alles. Der ist ja niegelnagelneu. Der hat ja jeglichen Kram. Da kann ich ja alles hier aus der Kabine einstellen. Du brauchst nicht mal hinten an die Zehnermutter drehen, dass das ein bisschen feiner wird. Ne, kann man alles hier einstellen. Johnny? Jetzt alle hier zusammen. Könntest du mir einen Gefallen tun? Welchen? Oh, ich krieg hier gleich eine Nachricht. fängt der nächste mit an. Ich darf hier singen. Na gut. Den Text kann ich wenigstens mal. Alle zu einem Chor-Erlebnis einladen, aber. Ich hab jetzt Johnnys neues Lieblingslied drin. Das eine, was du letztens reingeschickt hast. Naja, sagen wir so, es war ein Ohrwurm, nicht das Lieblingslied. Ist aber wirklich ein mega schönes Lied. Er will singen? Ich will singen. Ich singe immer. Ist nichts Neues. Du kannst aber auch singen. Ich, so gut wie gar nicht, aber das ist mir eigentlich ziemlich egal. Also du singst nicht so schief wie Stefan und so. Danke! Du hast ja selbst zu Fuß auch anstrengend hier Berg rauf. Es könnte übrigens sein, dass du die ganze Strecke mal hinterherfahren solltest, weil Steff gleich mit der nächsten Ladung definitiv voll ist. Okay. Ich kann noch. Warte mal, ich kann 42 laden und habe jetzt 34,5 drin. Also, das wird knapp. Ja, es könnte äußerst eng werden.
Obwohl hier der Ertrag ordentlich runtergeht, Steff. Ich hab den. Ja, ich sehe es. Ja, ich sehe es ja direkt. Ja, machen wir den Joy das Zollrad rein. WD. WB? WB. Aber da rutschte. Ja. Oh, jetzt müssen wir mitsingen hier. Britney Spears, das ist das echte, ja, sicher. Ich hab grad schon einen drüber gekriegt, weil ich mitgesungen hab. Jan wollte mich hier anzählen. Ich hab's zurückgezählt. Ja. Hier, kennt ihr die? Guck mal, das ist aus Durchsicht. Guck, ah ja, ja, die kenne ich, die mag ich auch, ja, gerne. Die hatte ich gestern. Das sind nur die kleinen, oder? Vom roten Band? Das ist die Standardgröße. Die Standard? Die sind so klein und da kann man raus. Ja. Jan. Normal bin ich dagegen, aber vielleicht jetzt links einschlagen und einmal quer Verbindung machen? Nee, nee, wir machen erstmal, machen wir hier einmal komplett. Zweimal rum. Was macht Lukas eigentlich hier? Ich hab Kacke gebaut, das hab ich. Marsch, Johnny, warte mal. Ich glaube, das schaffe ich doch. Der Ertrag ist hier so schlecht. Ja, jetzt kann ich nicht mehr umdrehen. Die bewegen sich schon wieder alle. Ja, dann warte da. Warte da. Dann sollen die sich nicht bewegen. Ich werde den das auf jeden Fall nicht nochmal neu stapeln. Zweimal rum und gib Kanone? Das wäre das dritte Mal, dass ich diesen dieses Lager nochmal neu staple. Oh ja, hier ist es rutschig. So, wo seid ihr jetzt am Brechen? 103. Oh ja, das ist ja recht schmal, das Feld. Oh. Ja. Am Anfang ja. Och, nö. Ich sehe das gerade im Matze Stream, wie die Ballen sich bewegen. Das ist ja ein recht schmales Feld für heute Abend noch, oder? Ja, ja. Mit einem Drescher. Moinsen, 716 TMS. Hey, wir haben Zeit. Welchen Drescher haben wir da drüben? Ich kann mal hinlaufen. Und wie viele Abfahrer haben wir denn jetzt hier? Ja, dein Schlepper steht hier. Ja, endlich. Endlich wieder ein vernünftiger Schlepper, weißt du? Prost. Ja, das steht im Steilhang hier. Kommt Achtung, Steff, ich muss ausdreschen. So, wir zählen jetzt mal durch im Chat, bitte, ja? Also, einer fängt mit 1 an, der nächste mit 2, dann 3, ne? Also, Chat. Mal gucken, ob wir bis zum Ende kommen. Da bin ich mal gespannt. Dann gibt's was ganz Besonderes. Power. Ja, na mal schauen. Da ist schon zu spät. Philipp hat schon 2 und Fabsi Gaming, bevor das jetzt untergeht, es gibt keine Modliste bei uns hier, nein. Ist schon zu spät, Jungs. Jetzt haben wir ja schon 2x4, schon 2x3, 2x2. Da kommen wir ja nicht am Ende richtig raus, Leute. Drölf, genau, Zaro. Reinfahren, nicht einschlagen. Nein, Steff, reinfahren, voll in die Fahrergasse rein und ganz bis nach vorne. Genau, mach genau. Einer macht einfach von 1 bis 65, genau. 95. Genau, stehen bleiben, super, toppe. Das wird ja gleich lustig rauszukommen. Sehr gut, Bauer. Ja. Ich sehe, ihr versteht euch im Chat. Ihr sprecht euch ab, das läuft wie eine 1, geschmiert im Chat. Gott sei Dank, Bauer hat recht. Ja. Ende. Genau. Bass 123 10, vielen Dank fürs Follow, mein Lieber, und schönen guten Abend. Und voll. Grüß euch. Wo steht mein. Warum steht mein Schlepper da drüben so komisch? Weil der im Steilhang stehen geblieben ist, einfach der konnte nicht mehr. Haben wir eigentlich Bio-Ansaat oder? Nö. Was ist Bio? Sieht so dünn aus, ne? Ja, sieht was. JK18, grüße dich, schönen guten Abend. Ja, Leute, genau, weiter so mit den Zahlen. Einfach Zahlen, genau. Das ist richtig. Der eine schon bei 132, der andere noch bei 17, 16, 21. Ja, das ist die richtige Reihenfolge.
Genau, das läuft hier. Also das läuft wie geschnitten Schmierbrot. Geschnitten Schmierbrot. Genau, richtig so, Leute. Gucken wir mal, ob wir am Ende angekommen sind. Ach guck, da hat einer. Ja. Oh, ein Bier geht immer, der ist einfach ein Pfeifett. 0815, ja genau. Alles dabei, Chat. Richtig so. Guck mal, wie lang meine Haare geworden sind mittlerweile, ne? Also das ist fast wie bei Jan, wo wir uns getroffen haben. Ja, wenn du jetzt meine Haare sehen würdest. Ich wollte gerade sagen, meine sind auch ziemlich lang schon wieder. Haben wir uns getroffen? Nee, du warst ja nicht dabei, das stimmt. Ja. Du bist ja immer mit dem Taxi gefahren, weißt du? Das war ja immer so ein... Ich hab Uwe geschickt. Ja, ihr habt wahrscheinlich getauscht, als ihr dann im Taxi unterwegs wart. Ja. Soll ich hier stehen bleiben, oder was? Du sollst ja erstmal stehen bleiben. Aber Uwe ist nachts noch mit dem Taxifahrer weitergefahren, die sind noch ein Trinken gegangen. Ah, okay. Björn, moin, Grüße. Thies? Ja? Ich brauche hier einen Tankwagen. Hat der einen kleinen Verbrauch? FCB-Member, Grüße, Viertel Tank noch. So, dann machen wir das jetzt mal anders, dann versuchen wir es mal anders. Ja. Wir gehen jetzt mal das ABC durch. Okay, einer fängt mit A an. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Z. Ach, schon wieder zweimal A. Und zweimal B. Einer ist noch bei Zahlen. Also muss jetzt jeder Buchstabe. Genau, der eine ist noch bei Zahlen, genau. Nee, schon eine richtige Reihenfolge. Es schreibt einer Q rein. Z, AFK, genau. AFK. Ach, Leute. AFK, ja, genau. Genau. Ach, Leute. Kies, hast du nichts zu tun? Nee, ich überlege gerade, wie ich am dümmsten das mache mit Jan ACAB. Eieiei, Fabsi, das ist, naja. Oh, hallo? Wir können den Standard-Tankwagen kaufen. Das müssen wir leider rausmachen, Fabsi. Ne, das geht nicht. Jan, was machst du da unten? Ich komme, damit ich meinen Tank leeren kann, und dann fährst du einmal außen rum, also hinten die hintere Feldausfahrt raus, und ich fahre nämlich die andere Richtung rum, und dann stößt du hier wieder dabei mich bei und tankst mich ab. Ja, okay, alles klar. Wie lange streamst du heute? Nur jetzt Dark Lord, ich denke mal, weiß ich nicht. Mal gucken, wissen wir noch nicht. Mal alles schauen. Gut? Ich denke mal, wenn das Feld hier weg ist. Gegenverkehr hilft mir Cola, sehr genau, allgemein. Ich kenne keinen, ich weiß nicht, wie das Alphabet geht. Aber das Schöne ist auf jeden Fall, dass es das ist heute... ablösen. Du willst doch einfach nur nicht Jan tanken. Ich habe eigentlich Bock auf Wein gerade irgendwie. Viel Spaß, ich habe keinen Bock mehr. Aber das Schöne ist auf jeden Fall, dass es entspannt ist. Es ist ja mittlerweile sehr, 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 sehr entspannt geworden in den Streams. Auch wenn jetzt ja anscheinend wieder viele Zuschauer da sind. Ich weiß nicht, wie viele jetzt da sind. Keine Ahnung. 80, 70, denke ich mal, sowas in dem Dreh. 89. Dass es halt, ne, ruhig ist. Dass man entspannt mal mit dem Chat ein bisschen quatschen kann. All Cops are beautiful. Ganz genau. So, ich bin am Handy. Mir wurde das wesentlich später gesagt zum... Ah, alles klar, Right Eye, kein Problem. Mahlzeit! Hellforce Gaming 20, grüße dich. Schönen guten Abend. Schaffst du es nicht bis hier, Jan, oder was? Das stehst du äußerst bescheiden, Matze, weißt du das? Ich hab den nicht hier hingestellt. Ich hab den hier nicht abgestellt. Ich muss zu Matzes Verteidigung sagen, ich habe ihn abgestellt. Und ich muss zu meiner Verteidigung sagen, du hast gesagt, bleib da stehen. Kommst so, du nicht in den Berg oder was? Fahr weiter um eine Kurve rum, Matze. Hier können wir das nicht machen. Da komme ich nicht hoch. Komm, wie der 7R, dass er mal locker hochzieht. Ja, der hat ja auch keine Last. Ist ja auch noch leer. Ey, ich habe schon mehr zu kämpfen hier. Wo willst du das denn jetzt machen? Soll ich bis zum Ende fahren oder was? Nein, du fährst mal bis zur Kurve. Jetzt bleibst du genau stehen. Stehen bleiben. Ja, der fährt weiter. Du schiebst den ganzen Kram zurück. Wir haben hier so ein komisches Synchro-Problem. Ich stehe doch jetzt hier. Warum? Klößchen, du kommst hier, glaube ich, gerade aufs Feld drauf, ne? Shadow, schönen guten Abend. Ja, komm.
Komm mal gucken hier gleich. Ja genau, Björn, der ist aus dem John Deere Pack. Das ist der mit dem IFCO. Wie viel Prozent haben sie denn drin, Herr Jan? Ja, 83. Ja. Also ist hier gedroschen ab hier oder nicht bei dir? Hier steht bei mir noch alles. Hier steht bei mir auch alles noch. Ich weiß nicht, was Jan macht, also diese Fahrspuren drin, aber... Ja, Jan, ich weiß auch nicht, was er... Wo willst du denn jetzt hin? Ja, ich hab dir doch nichts gesagt, du solltest da stehen bleiben. Ja. Ich dresch dir hier extra was aus, damit du jetzt unter mein Rohr fahren kannst. Vorsicht. Oh, warte, bleib da stehen. Stehen bleiben, ich sag, wenn du weiterfahren kannst. Steffi, ich verwandle nicht jeden Elfmeter. Oh, das Feld ist richtig Mist für die Ballen. Ja, ist aber auch... Aber wollen wir jetzt auf dem Feld hier Ballen machen? Sei froh, dass du keine Rundballen hast. Oh ja, da hast du recht, Junge. Da fährst du hinterher, Junge. Wollen wir aus dem ganzen Feld Ballen machen? Nee. Schade. Irgendwie müssen wir stoppen, ne? Ja, du fährst jetzt also mal einfach. Genau, bleib stehen, Sui. 10, 11 km/h. Die kloppen sich gleich. Ja, New Holland-Fahrer, ich glaube auch. Das liegt einfach an den New Holland. Das ist das Problem. Klößchen joggt einmal ums Feld. Ah ne, Klößchen muss wieder Fotos machen. Klößchen macht Fotos? Dann machen wir Jackson zum zweiten, ne? Ja, ja, sicher. Aber ein anderes Lied. Aber ne, ist das gleiche wieder. Matze? Ist auch Black or White, oder? Das ist Matze? Ja! Matze? Ja, Matze? Ja, jetzt. Ja, der hier brabbelt immer einer rein. Rechts, hinten rechts, hinter dem der 100, also genau in der 90-Grad-Kurve, da ist eine Feldausfahrt. Die fährst du raus, dann fährst du am Ende des Feldweges. Achtung, das ist ein steiler Berg, also du musst die Bremse betätigen. Fährst du rechts und am Ende fährst du wieder rechts und dann fährst du unten auf die 103. Ich fahre jetzt zurück und fahre dann andersrum, dass du mir da hinterher fährst. Was? Zubi, ich nochmal von vorne. Hä? Dann bist du fertig? Ich fahre rechts. Ich habe nur Brabbel, Brabbel gehört. Ne? Rechts hinter mir herfahren. Dann bist du fertig? Wieso? Ja, rechts. Ja, muss gerade ich mich jetzt ja drehen oder was? Jan? Er ist gegangen. Jan, muss ich jetzt hier hinter dir herfahren oder was? Hä? Ja, moin. Einfach das Teamwork. Wo soll ich jetzt hin, Jonas? Keine Ahnung, ich höre dem noch nicht zu. Du sollst die Ausfahrt, die weiter vorne, also wenn du vor dir geradeaus durchfährst, ist da eine Feldausfahrt, die wird so rausfahren. Dann fährst du rechts, dann fährst du wieder rechts und dann fährst du auf die 103 wieder drauf und dann folgst du. Ah, okay. Johnny, du sagst mir, wo die Ausfahrt ist. Guck gerade mal, aber... Für dich keine, sonst baue ich dir eben eine. Hier ist eine. Also dann rechts, okay. Tschö, Johnny. Wo ist denn der jetzt hin? Wie ist da einer oben gegangen? Geh doch da mal mit eben, Johnny. Nö, ich schimpfen bestimmt über mich. Ja, nur am Brabbeln. Ja. Dabei habe ich einen Brabbelausweis. Sag denen das doch eben, dann ist das ja gut. Geh mal hoch, sag mal. Jetzt sind die Songs auch unten eingeblendet. Ja, sicher, Shadow. Schon seit 80 Streams mittlerweile, glaube ich. Also, wir haben ein kleines Problem schon. Mit den Ballen. Okay, welches? Was ist jetzt schon wieder passiert? Ja, Lukas, kennst du doch. Och, nö. Ich will mir das nicht angucken. Ja, die hintersten drei Reihen gehen halt ziemlich stramm.
auseinander. Und jetzt? Lösung wäre halt, dass es keiner sieht. Nein, das wirst du ja nicht, kannst du nicht schaffen. Mein Vorschlag wäre halt. Wo ist das denn? So ein schönes dynamisches Lager hier hinten in die Ecke zu packen. Hier. Hier mal gucken würde. Du bist live gegangen. Ich denke, wo soll ich denn gucken? Ja, was ich gehört. Wer John Deere und Fan ist, die meisten sind eigentlich hier John Deere Fan. Also Fan fahren wir eigentlich nur hauptsächlich, wenn wir halt Straßenjobs machen. Aber eigentlich sind wir eigentlich alle John Deere Fan hier. Bisschen eng, oder? Ja, ich guck halt gerade mal. Also 926 for life, immer. Ja, also John Deere 926. Ne? Ja, ja. Fan. Guck mal, die Butze denn hier abzählen? Was? Zelt? Ja. Musst du aus dem GE bzw. aus der XML. So Jan, ich bin jetzt gleich wieder auf dem Feld. Ja, dann fährst du ganz gemächlich hinter mir her. Wo bist du denn jetzt? Würde? Bist du jetzt andersrum gefahren halt? Ja. Bei das mal. Komisch auch, das machst. Ja, aber. Oder wir müssen uns der Ecke hier von dem Feld abzwecken dafür. Ja, aber wo denn? Ja, das ist zu weit weg. Nein, wo halt oder so. Weiß ich nicht, müssen wir eben mal besprechen. Aber das machen wir jetzt nicht uns tun. Ich bin hinter dir, Jan. Ich geb Gas. Ja, super. Ja, halt ruhig ein bisschen Abstand, sonst musst du nachher noch deinen Kühler auspusten. Dann ist er ganz voller Staub. Wie schnell fährst du gerade? 3 km/h. Na, dann stell ich mal auf 1 km/h, ne? Geht das überhaupt? Ja. Er zeigt mir bei den Lagern 120 Strohballen an, ob 420 eigentlich reingehen sollte. Das ist ein schönes Lied, oder Chat? Seid ehrlich. Eine schöne Lied. Du fährst doch schneller. Nee, gerade, da war ich ja auch nicht im Futter. Tschüss. Wer ist weg? Hallo. Hä? 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 Was ist da los? Was ist da los? Los, da nichts. Nichts. Aber da mag ich aber noch lieber als mach ich mal Cosa de la Vita, mach ich da noch lieber. Und dann, ja, in Gaming. Tribal, grüß dich, schönen guten Abend. Das ist so ein Lied fürs Auto vor das Ohr halt, ne? Genau. Was ich auch nicht schlecht finde, ist La Cosa Nostra. Aha. Aha. Das hier musst du immer hören. Die hören sich alle gleich an, das ist das Problem. Also die Titel. Ja, ja, deswegen, das ist ja das Problem. Ja, auf jeden Fall. Ja, Tribal, wo warst du denn zwischendurch? Kannst du mir das mal sagen? Wieder bei einem anderen Streamer, ne? Das ist. Also. Eigentlich müssen wir das so machen. Wer hier in den Chat kommt, der kann nicht mehr gehen. Wie heißt die Playlist? Björn, kann Johnny ja mal reinschicken. Agrar Nico 200, vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ja, reinschicken. Oder Johnny? Matze, ich kann ihn nicht reinschicken, weil ich einfach nur bei dir mithöre. Dann bin ich nicht automatisch in der Playlist. Dann ja, mach ich's jetzt halt. Ja. Ist ja traurig. Ja, doch, da ist. Wie voll ist der Matze? Na, ja, kann sich entspannen. Kurze Frage, du Wirtschaft. Was ist jetzt los? Wirtschaft. Was war jetzt los? Ludwig, hörst du jetzt auf damit? So, das ist die Playlist, die aktuelle. Vielen Dank, Ludwig. Wir eigentlich 196 oder lassen wir es einfach so
da wegen dem Güllelager. Das wäre nicht auch noch ein guter Stellplatz. Ja, Tribe, ja, das würde ich jetzt auch sagen. Das würde ich jetzt auch sagen, dass ich selber. Einzige ist, dass wir da vielleicht mal ein Segment vom Zaun bisschen breiter machen, weil ich musste letztens mit einem Miststreuer da rückwärts rauf. Ja. Das ist ziemlich eng da. Tribe, bist du dir sicher? Ich sag auch immer, ich habe selber gestreamt, dann. Scheiße. Tja, Jungens, ja, das dauert jetzt hier ein bisschen. Kommt denn hier viel bei runter? Also hier haben wir eine Stelle, die nicht ganz so ertragreich ist. Unten in, so gesehen in der Lunke im Tal, da ist ordentlich Ertrag. Also hier unten das letzte Stück von dieser Lunke und oben auf dem Hügel, da haben wir auch richtig Ertrag. Okay, Marc, vielen Dank für 100 Bits, Leute. Danke, danke, danke. Was haltet ihr denn jetzt von diesen Stickern eigentlich? Ist das okay? Sollen wir das wieder rausnehmen? Da hat man ein bisschen mehr von seinen Bits halt, fand ich. Kannst ja gucken. Aber mit G. Ich finde das toll. Oh, okay, sehr nice, sehr nice. Tommy, grüße Sie. Schönen guten Abend. Danke für Ihr Follow. Und herzlich willkommen, Sire. Wer wollte eigentlich hier diese HW-80-Anhänger haben? Lukas! Komm ihn weg. Ich weiß echt nicht, was ihr gegen die habt. Also das ist echt traurig, ne? Also ich sehe hier keinen Bauer bei uns im HW-80. Ja, du bist auch NRW. Ja. Also da bist du sowieso schon vornherein in... Peace. Modliste ja, haben wir nicht. Hätte ich mal kurz Zeit? Was denn? Ich will was mit dir kurz reden. Warte, bevor du ihn klaust, bringt mir irgendwer irgendwann diese? Ja, oder? Ja, ich bin gerade dabei. Super. Ludwig, ihr dürft mich aber nicht erschrecken, sonst kann ich irgendwann nicht mehr streamen, dann ist es vorbei. Kriegt dein Herzinfarkt. Genau. Wer ist jetzt weg? Ich bin ja froh, dass wir Thies und Steff. Schon mal das Ganze alles entspannter haben als sonst. Dass die ganzen Leute, die immer so ausgerastet sind, mittlerweile ja, sagen wir mal, sich entweder beruhigt haben oder weitergegangen sind. Nein, der da jetzt keinen Bock drauf auf das Lied. Tommy, schönen guten Abend, der Herr. Jonas, bist du noch da? Ich bin da, ja. Wann musst du morgen aufstehen? Morgen früh ist ja der Sklaventreiber nicht da. Wer ist denn das? Wer ist denn das? Der Sklaventreiber. Wie findest du das Lied? Ich? Irgendwie, wenn du immer skippst, dann springt er nicht immer mit. Wie? Ist er jetzt nicht da bei dir, wo ich bin? Wo bist, du denn? Bist du bei Pictures of You? Ja, sicher. Von Boyzone? Ja, okay. Dann der springt immer mit. Ja, nicht immer. Vorhin war ich komplett raus. Der springt immer. Da lief ein anderes Lied als bei dir im Stream. Milchgurke? Subprime? Was meinst du damit, Milchgurke? Jan, jetzt fährst du aber viel schneller. Das geht nicht. Ja, hier kann ich auch ein bisschen schaffen. Ihr habt ja erfolgreich alles zugepackt, was ging. Was? Herr Godfather. Oder Godbrother. Sagen wir mal Godbrother. Vielen Dank, mein Bester. Vielen, 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 vielen Dank, Chris, für 4 Monate Resub. Mal gucken, ob du deinen Bruder noch eingeholt bekommst. Vielen, 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 vielen Dank. Gute Nacht, mein Bester. Und, mach mir den Jonas nicht kaputt, ne? Der muss ja arbeiten noch am Abend dann, ne? Da müsste, ne? Aber tut ja auch mal gut, mal ein bisschen was zu schaffen, ne? Auch für Jonas. Also, mein Bester, vielen, 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 vielen Dank. Die Herzen gehen natürlich auch an dich raus.
ist nur noch 42 Monate, dann hast du mich. Wenn ich jetzt aufhöre. Was ist los, Jan? Ich mache mir einmal GPS an. Das verschalten. Nein. Er hatte zu wenig Umdrehungen und ist abgewürgt. Das Feld ist auf jeden Fall recht klein, die 103. Ist das eigentlich somit das Größte? Oh, nö. 7,6 Meter hatten wir doch, oder, Arbeitsbreite? Ja. Wie groß ist das Feld? 108, die 11, die 163. Die sind alle größer. 19,86 Hektar hat das Feld. Matze, traust du dich das jetzt gleich mal während der Fahrt abzutanken? Ja, sicher, wenn du das hinbekommst. Wenn du das kannst. 7 km/h Tempomat, erster Anhänger. Du hast ja gar keinen Anhänger. Ja, bei dir erster Anhänger. Weißt du, was das Schöne ist? Es gibt schöne Sachen. Mats ist bei mir so synchronisiert, dass er nicht neben Jan fährt, sondern einfach unten unter der 59 durch die Waldfläche durch. Zweiter Anhänger, erstes voll. Also auf der Karte. Irgendwie steht auf dem Rescher ein falscher Name. Was ist da los? Ja, ich weiß auch nicht, Fabio. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wie wir bei New Holland gelandet sind. Ich bin erstmal leer. Kannst wieder ein Stückchen dich zurückfallen lassen. Der ist aber auch echt ein bisschen dreckig, ne? Ja. Und wer kommt denn jetzt? Ach, Lukas. Ich musste auch mal. Ja, dann bleiben wir mal stehen, alle, wa? Ja, dann lass dich mal eben tanken, Jan. Ja, gut. Muss ich tanken? Nein. Ich warte schön, bis du die Strohablage aus hast. Ich habe keine Lust, kratzige Kabine zu haben. Also, uns ist langweilig. Stefan und ich spielen schon Pferd longieren. Bis wann wir heute machen, weiß ich noch nicht. Milchgurke, mal gucken. Wie spät haben wir denn? Halb 10. Ich würde sagen, wir gehen dann schlafen, wenn ich müde Klößchen schlafen geht. Gute Nacht. Der schläft schon sicher. Mit Sicherheit. Wie lange wollt ihr noch wach bleiben? So, ich mach mal eben die Plane vom ersten Anhänger schon mal zu. Oh, Kürzgang. Zieht er direkt besser an. Ja, so, Lukas, dann mal, ne? Arrivederci. Arrivederci, mir Karahi. Gesundheit. Was machen wir denn mit den Tritikalen? Schlafer. Was? Ins Lager fahren, Entschuldigung. Oh, oh, die vom Stuhlfallgefahr ist wieder erhöht. Nein, ich sitz... angeschnallt. Ja, bitte. Das wär's noch. Spanngurt rumgemacht, gut ist. Naja, Fenzesli hinstellen? Kann dir noch, wohl von einem von unseren Spineboards kann ich dir auch noch wo so ein Kopfgeschirr bestellen, hast du dann. So ein Stirngurt drüber kriegst und so. Ja, und so eine Halskrause, weißt du? So ein schönes Stiffneck, ja, genau. Nee, das, lass mal. Das haben wir beim Feuerwehrkameradenjungen gehabt, der ständig einpennt halt, ne? Der ist rotzevoll gewesen und dann saß er auf dem Stuhl
Und wir saßen alle und haben uns dann angeguckt. Und er hat immer, ihm ist immer der Kopf weggefallen. Und dann ging immer so, es ging wirklich eine halbe Stunde oder so. Ging das, ne? Und alle immer so, immer wenn der Kopf ihm wieder wegfiel, und dann ging er mal runter und dann hat er wieder hochgehoben den Kopf so. Also er hat einmal so eine Rundbewegung gemacht. Ja. Und dann ging das Ganze immer so, und ey! Dann war der Kopf wieder oben. Und danach haben wir ihm, nicht, dass er sich noch wehtut, haben wir ihm dann eine Stiffneckung gebaut. Er hat stumpf weiter gepennt. Dann saß er da mit seiner Halspause. Ja, aber da kannst du, glaube ich, dann kannst du doch entspannt schlafen, oder? Ich glaube nicht. Tribal. Das ist ganz schön unangenehm. Tribal, ich glaube, da muss ein Timeout verteilt werden. Oh, schade, falscher Sitz. Nö, bin ich nicht. Gar kein Keller. Guck mal, du kannst aus dem Fenster gucken. Ah, ne, bei ihm jetzt gerade ja. In dem Bild. Von Circle of Life zu Rowan Keating. Das ist natürlich. The Dark. Nur den Reihen sitzt. Heute läuft ja aber auch Musik, ne? Unterbau. Ja, 90er waren gute, war immer gute Musik. Ja, sicher, da konnten die Leute auch noch singen ohne Autotune und. Genau. Mats ist langweilig. Ja. Ich glaube, es gibt nichts Langweiligeres als das. Nee? Nee. Aber wir brauchen größeren Drescher, damit Matze mal in Stress kommt. Shadow, ich glaube, wir gehen gleich noch eine Runde in Dingens. Oh, Luca ist Praktikant geworden. Guck einer an. Zu welchem Lied? Das sind, zu welchem Film ist das denn die Titelmelodie, Matze? Fahrst du jetzt unten immer hin und her, Jan, oder wie? Nee, ich bin noch beim zweiten Vorgewinner. Keine Ahnung, wozu? So. Notting Hill. Na gut. Ich hab sowas geguckt, ich bekenne mich schuldig. Ja. Genauso wie ich auch mehrfach schon Pretty Woman gesehen habe. Das ist aber traurig. Soll ich dich anschieben, Jan, oder was los? Jan? Anschieben? So, komm. Lass gut sein. Fan-Favorit der Sitz. Egal, ob der gebraucht ist. Schaut. Ich mache jetzt aber Feierabend. Jo. Ciao, ciao. Tschö, Mirö. Tschö. Irgendwas frei? Ja. Kann ich mal gucken, komm. Oh, jetzt kommt Steff seine Musik. Das liegt an der Marke, dass der nicht vom Fleck kommt, ja. Was ist denn? Wind of Change. Oh. Ja. So, der Träger nicht vom Fleck kommt, oder was? 700. Ja, okay. Oh. 900 Euro. Ja, das ist mal ein Bürostuhl. Hättest ein Fendt-Komfortsitz zum 700er S. Wäre schon geil. Matze gleich hier auf der Strecke tanken wir ab. Mit noch alles verbaut für die Luftfederung, musst nur anschließen an die Voltage. Ey, das wäre doch mal was hier. Mit Sitzfederung und alles. Weißt du, was für ein Lied Platz Nummer 1 der Single Charts war, als ich geboren wurde? Was It's denn? A Sin von den Pet Shop Boys. Noch ein Stückchen. Ein Stückchen weiter. Gut. Ist hier Klassenversammlung auf Abstand? Alle anderthalb Meter Abstand hier.
Ich bin mal ein kurz Stückchen rechts. Weißt du, was bei dir war, Matze? Was denn? Also ganz knapp bis genau bis zu deinem Geburtstag, danach wurde es abgelöst. Matthias Reim, verdammt, ich liebe dich. Sehr nice. Wie viel Platz hast du noch? Ja, 87%, ich hau jetzt ab. Ja, dann ja. Window of Change. Dann kann Steff zur anderen Feldeinfahrt kommen und ab da begleiten. Steff, hast du gehört? Alles klar, Steff ist gleich nicht da. Okay. Also wie gesagt, und danach war hier Tom Steiner, war dann da halt dieses. Das war das, was dann danach rauskam. Take me. Also ich weiß nicht. Jan, was war nochmal dein Jahr? 2000. Am ersten gebe ich zu, dass das scheiße ist, aber beim zweiten. Was ist schlecht? Bild, was ich gemacht habe. Ich hab so ein Bilder mal reingeschickt. Was war das nochmal für ein Monat? Meiner? Ja. Der vierte. Was ist denn los? Ist hier gerade Stillstand oder wie? Ich bin so schön. Ganz knapp. Und auch so toll. Ich finde ja alles toll. Das ist da auf Platz 1 gewesen. Das habe ich mir erledigt. Ihr Schlacken war Wahnsinn für die Madeln. A Figur, a Wunder der Natur. Guck mal, ja, kann doch einer. Ja. Ich bin so schön. Also toll. Hat mein Opa immer gehört. Okay. Oder hat's noch, weiß ich nicht. Gibt's eigentlich schon mal Tier zu schwarz, ach zu schwarz, zu pressen? Ich glaub nicht. Nope. Okay. Wo ist denn Lukas denn? Ist der auf? Na dann. Ja. Eigentlich ins Bett gehen, oder? Ja, ich denke mal, das wird auch meine letzte Fuhre für heute. Dann mache ich, glaube ich, auch Feierabend. Kannst du vielleicht Simple IC erklären? Erklären, Jordan-Fahrer. Das geht mit der Maus dann nachher, ne? Irgendeine Tastenkombination drücken und dann Maus, ne? Moin, MaxTV. Ne, ich denke mal, das wird meine letzte Fuhre, wenn ich jetzt zum Hof fahre. Dann machen wir morgen, denke ich mal, weiter. Also, wird ich auf jeden Fall wieder live sein. Johnny, wenn nichts dazwischen. Auf mein zweites Bild. Weites Bild? Ja, ich habe bei Bilder was reingeschickt. Hat heute drauf Blum Blum gemacht. Ich finde das nice. Ich muss nämlich heute mal ein bisschen früher mal zu Bett. Moin, Tom. Weil ich nicht mehr drauf bin. Oder? Nee, wie findest du das? Sieht gut aus. Da kommt Johnny's Release. Das heißt, es ist nicht so groß. Da ist Johnny mal bei rumgesprungen bei dem Lied. Und dann haben die Seismografen aufgezeichnet. Guten Tag! Hallo. Nee, bitte nicht. Ja, doch, doch. Für heute ist gleich erstmal Feierabend. Dann mach ich. Wie gesagt, dann wird es auf jeden Fall, denke ich mal, morgen Abend weitergehen. Ah, okay. Ja, Shadow auf jeden Fall. Moin, Buchi. Schaut's aus, Jan? Ja, ich komme bis unten. Okay. Und dann fahren wir nach oben und machen die langen Bahnen. Ja. Ach, ihr spielt noch? Jo, ist ja noch früh. Echt jetzt? Ich spiele noch länger? Geil. Sehe ich mich drin? Ist? Du, Johnny? Ich bin jetzt gleich weg. Assi. Was denn? Machst du bitte die Fußspuren hier oben bitte runter?
Wer lässt denn hier einen Trecker laufen? Ach so. Warte mal. Wem gehört der nochmal? Ja, uns allen. Ah, auf die Klimaanlage. Oh, nee. Das ist auch Was machst du denn auf der Klimaanlage? Das willst du lieber gar nicht wissen. Der Matze und ich waren viel zu schnell mit den Ballen. Ja, das stimmt. Trabant, das Kombi, das ist hauptsächlich einfach nur für die Kanalpunkte. Ich glaube, es streamt sonst keiner, ne, Jungs? Nee. Alter. Steffi, hast du hinterher? Komm. Ho, ho. Alter. Tommy? Tommy mit der Kille? Tommy! Tommy, mein bester. Alter. 25 Euro? Bist du noch, danke, Tommy, für 25 Euro, mein Bester. Vielen, 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 vielen Dank, ja, für deinen... Danke. Support, mein Bester. Danke, 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 echt. Ich bitte, aus tiefstem Herzen. Danke für den Spaß, Vogel. Bis, zick, be... Vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Noch 9384 und ich kann mich Stift, kann mir Stift holen. Ja, ist ja nicht mal weit. Das grabt. Ach so, dir folgt übrigens keiner, oder? Doch. Habe ich nicht gecheckt, Mann. Los. Mensch, Red, die viele Follower, die hat. Also, Timmy, vielen, 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 vielen Dank. Wer folgt wem? Omni. Ob das Teil kein Beifahrersitz hat? Nee, hat's nicht. Schade. Vielen, 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 vielen Dank. Echt, so heftig. Ah, du kannst gleich, wenn Matze raus ist, kannst du seinen Schlepper übernehmen. Das kann ich machen. Komm. Ach, ich muss noch einmal rausgehen. Ich will was ausprobieren. Oh, wir sind ein bisschen versetzt. Ja, das kann sein. Buddy, schönen guten Abend, die Dame. Warte mal. Nix sagen. Servus, Asuna. Nix sagen? Nee, der Song, der sagt mir irgendwas, da ich komm grad nicht drauf. Die Wunderwand? Stimmt. Na egal. Ja, weißt du jetzt, wie es heißt? Ja, wunderbar. Was die von? Dame. Hat die schönen guten Abend, der Herr. Von Steff? Ja. Das hängt bei mir. Ja, mal da stehen, Steff. Okay. Oh no. Wer hat denn bei B eine Mod reingeschickt? Der hat zerstört. Ja, das ist jetzt frei. Blößchen willst du übernehmen, komm. Oasis, Oasis. Oasis. Oasis, okay. Ich hab da jetzt donated. Komm mit dem Twitch noch nicht klar. Hä, Tommy? Wolltest du das nicht? Oder was? Ja, moin. Tommy, oder was ist? Komm mit dem Twitch noch nicht so klar. Hau raus. Was los, mein Bester? Oh, ich liebe das Lied. Ja, Tribal, das ist nicht verkehrt. Tommy, hau raus. Hau raus, hau raus, hau raus. Was ist los? Was meinst du?
Chris, den willst du übernehmen? Ja. Komme. Wollte schon, okay, aber. Nicht was, so viel. Was los, Tommy? Weniger oder was? Oder wie? Ist Klößchen hier? Ja. Hier, willst du hier einsteigen? Ich möchte gern da einsteigen. Ja, dann komm. Komm, wir helfen dich noch hoch. Jetzt aber. Danke. Ist ein schöner Schlepper, oder, Klößchen? Der ist nice. Nur die Anhänger sind nicht so schick. Das verpufft, der ist nicht mehr da. Schade. Vielleicht ist er noch im Chat. Achso, Johnny. Hier liegen schon Schwaden, wenn du willst. Ja, ich bin jetzt lange weg. Machst du irgendwie. Boah, so langsam, ey. Ich bin so viel frische Luft nicht mehr gewohnt. Was? Ah, hat doch funktioniert. Bauern-Internetleitung spinnt. Hä? Was ist los, Tommy? Er hat gedacht, die Donation geht nicht durch, wahrscheinlich. Genau. Oh, ja, wahrscheinlich ist das Stream hinterher. Soll ich die. Oder Tommy, das. Hast du die gesehen, die Donation, oder soll ich die nochmal alerten? Ne? Also, ich kann das nochmal machen, den Alert. Dann wäre schon, dass du das mitkriegst. Ne? Oder hast du es gesehen, Tommy? Ja, wo sind die ganzen Kühe im Stall? Was ist eigentlich mit unserem Sascha los? Der ist heute nur im Lurk die ganze Zeit, ne? Also habe ich gerade den. Naja, manchmal muss ich über mich selber staunen, was ich für Wörter raushau hier. Im Lurk. Ich bin auch ganz erstaunt. Oh, ne. Kommt alles nur durch Phasmophobia, glaube ich. Definitiv durch Phasmophobia. Und. Ja, weil ich bei anderen da jetzt zugeguckt habe. Andere spielen auch fast nur Vogel. Da kommt dein Lied, Johnny. Oh yeah! Oh life! Oh life! Das ist doch eine schöne Playlist, oder? Auf jeden Fall. Also ich kann fast jedes Lied mitsingen. Kalle, schönen guten Abend. Es war eigentlich auch noch keins dabei, was ich nicht kenne. Nö, ja gut, das ist 90er, ne? Wer kennt das nicht? Komm, ich mach, welches Lied? Nimm mal. Ich will mich über Blümchen freuen. Knock. So, Chat, wir gehen schon mal in den Talk-Bildschirm. Knock, knock, knocking on heaven. Da wir für heute Abend erstmal Feierabend machen. Steff, du kannst jetzt hinterher fahren. Ich fahre jetzt die langen Bahn. Ja. Danke, Tommy. Das freut uns. Das freut uns. Echt geil. Aber vielen Dank dann auch für deinen Support. Und dass das auch so, du es so wolltest, wie es dann gekommen ist. Dann ist gut. Und was hörst du wieder so? Kalle? Ein bisschen Musik. Aber ich mache erstmal für heute Feierabend, meine Lieben. Wir sehen uns. Da kommen Erinnerungen. Ist so, Party. Ist so. Bei dem Lied sowieso. Aber wir sehen uns, ich denke, morgen Abend wieder. Ich denke eigentlich auch wieder mit LS. Sollte eigentlich LS auf jeden Fall wieder kommen. Aber lasst uns mal abwarten. Vielleicht kommt noch was anderes, wer weiß. Das kann keiner sagen. Aber bis dahin sage ich auf jeden Fall erstmal vielen, 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 vielen Dank. Warte, wir gehen mal eben hier in, ist ja egal. Vielen Dank für das ganze Trinkgeld, vielen Dank für die Subscriber, für die Bits, für die Follower. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall, denke ich mal, morgen oder spätestens am Wochenende. Bis dahin erstmal, schlaf gut, meine Lieben, wir sind raus. Und, bis zum nächsten Mal. Wann genau morgen? Tschüss. Garaubart, ich denke, Standardzeit halt. Vielleicht ein bisschen früher, aber eigentlich Standardzeit, so 7 Uhr rum, sowas. Also bis dahin erstmal schönen Abend. Wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.